Ja, ich glaube, das war aber auf die, also PC-Version war, glaube ich, das Remake halt gemeint. Und das hatte ich ja vorhin, oder ja, jetzt während der Setup-Zeit schon erklärt, ne, was es da für Unterschiede gibt und dass ich Gibt's nur die, das zwei? Remake auf jeden Fall, ja, dass sich das Remake auf jeden Fall lohnt, auch wenn man das Original schon kennt. Eher eine Sache, es gibt nur zwei Unterschiede. Einmal die neue Steuerung und zweitens, dass man Ladesequenzen skippen kann. Und es geht mit Code Veronica los. Ich wollte gerade Genau. sagen, das Setup scheint fertig zu sein. Der Run geht los. Ich bin da mal wieder weg. Ich wünsche euch viel Spaß und lasst den Chat Okay. heiler. Mal sehen. Mal sehen. Alles klar. Bis später. So, hol den Hammer raus. Genau. So, willkommen in Resident Evil Code Veronica X. Und bevor Veni wieder Scheiße erzählt, wir spielen dieses Spiel hauptsächlich mit Claire Redfield, der Schwester von Chris Redfield, der jüngeren Schwester. Und die hat schon Resident Evil 2 in ihrem Szenario. Das Resident Evil 2 besteht aus zwei Szenarien. Werden wir im Remake dann irgendwann hoffentlich bald sehen. 2018 soll es ja, glaube ich, soweit sein. Hat sie schon im zweiten Teil nach ihrem Bruder Chris gesucht. Diesen hat sie dort nicht gefunden und hat dabei weitere Suchungen und Untersuchungen und Forschungen gestellt, wo Chris sein könnte und was überhaupt los ist, was Umbrella mit zu tun hat und, und. Dabei ist sie in eine Umbrella-Basis eingebrochen und wurde dort quasi verhaftet, also festgenommen und nach Rockford Island auf die Gefängnisinsel verfrachtet. Und hier startet das Abenteuer von Claire erneut, Genau. weil auch hier auf Rockford Island durch viele Versuche etc. der Virus ausgebrochen ist. Und man kann ja an der Stelle, weil es gerade ganz gut passt, auch mal so ein bisschen was zum Chronologischen erzählen. Also Resident Evil 1 ist, na gut, eigentlich ist Zero dann der allererste Teil, das ist die Vorgeschichte. Dann kommt halt Resident Evil 1, dann natürlich Resident Evil 2 und Resident Evil Nemesis und Code Veronica, beziehungsweise in dem Fall hier Code Veronica X. Die finden teilweise parallel zum zweiten Teil statt und teilweise spielen sie dann halt danach. Also da gibt es halt so einen gewissen Zeitsprung. Und also da ist es dann aber nicht mehr ganz so offensichtlich. Also das ist nicht mehr eine feste Reihenfolge, sondern die Teile verlaufen chronologisch gesehen dann teilweise so ein bisschen parallel zueinander. Bei Chris Teil 4 verstehe ich gerade nicht. Was? An Resi fragt Teil 1, 3, 5 mit Chris. Ach so, 1, 3, 5, nein, das ist nicht richtig. 1, 3, R5 wäre es richtig. Weiß jetzt gerade nicht, was damit gemeint ist. Chris, seine Reihe Ach so, beginnt dann. mit Resident Evil 1, geht weiter in Resident Evil 3. Nee, Quatsch, Resident Evil 3 hat Nee, Chris da nee. überhaupt nichts zu tun. Das ist Nee, Jill. nee, also da ist nur Jill Das, in Teil 3. entweder fehlt da ein Komma irgendwo oder ist es ganz komisch Nein, geschrieben. obwohl 3 ist ja unter Umständen auch noch korrekt, aber darauf gehe ich gleich ein, weil Code Veronica X ist ja eigentlich der ursprüngliche dritte Teil Eigentlich, gewesen. Also trotzdem so fehlt könnte man es schon Revelations. sehen. Ach ja, Revelations spielt ja vorher Revelations ist noch. auch ganz wichtig, das spielt noch vor Resident Evil 5. Genau. Stimmt, da war ja was. Also mit den neueren kennst du dich ja eh besser aus, davon mal abgesehen. 1, 3, 5 mit Chris, 2, 4, 6 mit Leon. Der Also wievielte Teil ist dies hier? Eigentlich der dritte, aber er wird als vierte Teil eingebaut. Genau, 3 mit Jill, beziehungsweise so, ja, 1, 3, jetzt 3b, wenn stimmt's, man wollte so gerade sagen. Mit Jill stimmt das nämlich, weil Chris Ach hatte mich so, gerade ja. verwirrt. Ja, Mit okay, ja, Jill das ist es stimmt. richtig, da haben wir dann, da auch, obwohl, da haben wir auch 1, 3, R5. Weil auch Jill spielt in Revelations mit. Und ja, welcher Teil ist das? Das ist in dem Fall gar nicht so einfach zu beantworten. Es gab halt damals ganz normal Teil 1 und 2 für die PlayStation. Und dann wurden gleichzeitig Resident Evil Nemesis und Resident Evil Code Veronica entwickelt. Und Nemesis sollte ein PlayStation-Titel werden, Code Veronica ein Saturn-Titel. Und ursprünglich sollte Code Veronica der dritte Teil sein und Nemesis der Ableger. Also quasi 3B, wenn man so will. Jetzt hatte allerdings Sony ein bisschen was dagegen, weil die halt die Hauptreihe auf ihrem System haben wollten, unbedingt. Die haben da wahrscheinlich auch ein bisschen Geld für gezahlt, bla bla. Und man hat sich im Endeffekt dazu entschlossen, einfach aus Resident Evil Nemesis den offiziellen dritten Teil zu machen und Code Veronica dann zum Ableger. Aber eigentlich bilden,
Nemesis und Code Veronica zusammen den dritten Teil, wenn man so will. Oder was Veni kurz sagen wollte, um es mal kurz zusammenzufassen, sich darüber zu streiten, ob Resident Evil Code Veronica jetzt Teil 3 oder Teil 4 ist, ist genauso, als ob sich Star Trek-Fans darüber streiten, ob die Doppelfolge mit Spock als eine Episode oder als zwei Episoden gezählt werden soll. Es ist an sich vollkommen Wurst. Man kann es sehen, wie man es möchte, es ist einfach ein Teil und fertig. Genau. Und ja, aber da wisst ihr jetzt Bescheid. Deswegen sage ich nämlich auch sehr ungern Resident Evil 3 Nemesis, sondern ich sage irgendwie immer Resident Evil Nemesis einfach nur. Und dieses X hier im Titel, das kommt einfach daher, es gab halt, wie gesagt, Code Veronica auf dem Saturn damals. Und es gab dann ein bisschen später auf dem Dreamcast und später dann auch auf anderen Konsolen, gab es halt ja, so eine Art erweiterte Version, das ist dann Code Veronica X gewesen. Ich kann jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht sagen, was da alles hinzugefügt wurde. Ich habe das Code Veronica nie gespielt, also das Originale. Ich habe nicht mal das Code Veronica X hier so richtig gespielt, muss ich dazu sagen. Und das ist wahrscheinlich von den klassischen Teilen so das, mit dem ich mich am wenigsten auskenne. Wobei ich habe es oft genug gesehen und auch mit Alf zum Beispiel schon ein paar Mal kommentiert. Also es ist mir nicht unbekannt. Um mal Resident Evil Code Veronica X die Spezifikas zusammenzufügen. Oh, ein Hund. auf der Couch. Resident Evil Code Veronica X zeichnet sich tatsächlich dadurch aus, dass es mit die intensivste Story hat, die interessanteste auch von vielen Resident Evil Fans, auch meiner Meinung nach mit die interessanteste, vor allem die mit den Ash-Verzlingen, darauf kommen wir noch zurück. Und es war auch damalig der schwerste Teil von allen. Oh ja. Definitiv der schwerste, weil es gab sehr wenig Heilmöglichkeiten, es gab kaum Munition, du hattest eine Möglichkeit an gute Waffen zu kommen, musstest die aber quasi wieder abgeben, wenn du das wolltest, das ist dann auch so eine Sache gewesen, hat mit Good Ending, Bad Ending etc. zu tun. Und ja, auch die Monster waren deutlich, deutlich stärker. In diesem Teil treffen wir nämlich auch auf Mr. X. Mr. X ist tatsächlich ein Tyrant, den wir auch schon mal in einem anderen Teil gesehen haben. Der zählt zu den voll ausgebildeten Tyranten, der tatsächlich einer der ersten Versionen war, die kontrollierbar waren. Also ein fast perfektes Experiment von Umbrella. Zu den Unterschieden habe ich jetzt hier zwei Aussagen schon gelesen. Einmal von The One Extreme. Keine Unterschiede, außer Steve hat eine andere Figur, würde ich gerade sagen. Und die Grafik ist bei X, zumindest auf der PS2, etwas schlechter, da Kanten flimmern. Und andererseits habe ich aber auch von Rambal Gaming, ist weiter oben. Er glaubt es aber nur, der Survivor Mode wurde noch hinzugefügt. Also wie gesagt, ich kann es jetzt nicht genau sagen, was wo die Unterschiede zwischen dem normalen und X liegen. Aber ja, dafür haben wir auch unseren Chat. Die Aprikose, warum dauert der Run, obwohl der Run glitched ist? Der dauert, weil, ja, kurz gesagt, weil er dauert. Resident Evil Code Veronica X ist einfach deutlich länger. Es besteht quasi aus zwei Spielen. Einmal haben wir den Teil, den wir jetzt mit Claire hier abschließen und zusammen dann später mit Steve, beziehungsweise halt Steve wird dann ein Nebencharakter, der öfters auftaucht. Und ab einem gewissen Punkt verlassen wir die Insel und dort werden wir dann auch Steve, ich sage mal jetzt austauschen, will mir nicht zu viel spoilern. Und da geht es dann weiter mit Chris. Genau. Wir haben also hier wieder zwei in ein, wie eben schon in Resident Evil 2, wo wir Leon und Claire haben, nur dass wir hier dann nicht auswählen können, mit welchem Szenario wir spielen wollen, sondern durch die Story einfach dahin geleitet werden. Genau. Ich gucke gerade. Wir hatten jetzt vorhin im Run etwas nicht erwähnt, das war ganz interessant, und zwar gab es da so einen Metalldetektor. Da mussten wir, um da durchzukommen, alle Metallgegenstände im Inventar ablegen. Was ich halt auch recht interessant finde. Aber das ist nur mal so am Rande. Ich wollte es vorhin eigentlich schon erwähnen, aber irgendwie hatten wir da über was anderes gerade geredet. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was. Aber ja, da wollte ich dann auch nicht dazu mir deine rein. Liebe gestehen. Ja, das sowieso. Mein Stream buffert. Jetzt nicht. Oh. Okay, gut. Ich aktualisiere mal ganz kurz. So, und ja, du hattest ja eben schon die Ashford-Zwillinge angesprochen. Die spielen
wenn man jetzt so die gesamte Geschichte von Resident Evil sieht, spielen die halt eine extrem große Rolle, beziehungsweise die haben halt sehr viel in die Wege geleitet, sage ich jetzt mal. Und ich fand sie hier in dem Teil immer so ein bisschen sehr seltsam dargestellt, aber das hatte halt auch seine Gründe und wenn man das nicht weiß, dann wirken die Charaktere einfach ein bisschen komisch. Eine Frage an dich. Hm? In welchen Teil siehst du die sonst noch? In keinem anderen, glaube ich, ne? Warum sagst du, ich fand sie hier in dem Teil etwas seltsam dargestellt? Ja gut, das war jetzt blöd ausgedrückt. Also ich fand sie ein bisschen komisch dargestellt. So. Zwischen welchen Teilen spielt Outbreak? Outbreak kannst du zwischen 2 und 3 tatsächlich einsortieren. Kann man aber eigentlich nicht mit in die Hauptreihe ziehen. Wird auch nicht mit in die Chroniken erwähnt. Du hast da sogar das Ich habe auch das Chronikenbuch, ja. Genau. Das mittlerweile, glaube ich, einen ziemlichen Wert hat sogar. Oh ja. Ich das steht bei einer schönen Vitrine. Mhm. Das ist ja verschont geblieben damals, glaube ich, ne? Oh ja. Sonst hätte ich keinen Kater mehr. Ach so, ja gut. Auf der Dreamcast habe ich es gespielt. Sie haben aber erwähnt, dass es auf dem Saturn gab. Ja, wie gesagt, das normale Code Veronica, das ist halt ein Saturn-Spiel gewesen. Oder irre ich mich da jetzt? Erzähle ich da vollkommen Blödsinn? Nee, ne? Warum die Xbox 360-Version? Ganz einfach, lässt sich am einfachsten abcapturen. Genau. Macht keinen Unterschied, außer dass die Ladesequenzen ein bisschen schneller sind. Aber wie du hier siehst, gerade bei der Treppe, die Ladesequenzen sind nicht skippbar. Das heißt, die sind in jedem Teil circa gleich. Vielleicht unterscheiden sich von ein paar Millisekunden, das kann ich gerade so nicht sagen, so pauschal. Will ich auch gar nicht garantieren gerade, aber an sich sind sie gleich. Aber auf der Xbox 360 lässt sich einfach am einfachsten abcapturen. Genau. Wobei es gibt bei den PC-Versionen gibt es auch für gewöhnlich Mods, mit denen man halt diese Türladesequenzen überspringen kann, beziehungsweise wo sie komplett rausgenommen werden von vornherein. Das ist dann aber immer eine komplett eigene Kategorie. Genau. Code Veronica X für PlayStation 2, bla 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 bla. Sega Dreamcast, Nintendo GameCube, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox Live, okay. Also Code Veronica X war halt die Dreamcast-Version, unter anderem, da gibt es ja auch noch ganz viele andere, wie man sieht. Dieses New Code Veronica. Was? Ach, war doch auf dem Dreamcast nur Code Veronica. Okay, gut, dann habe ich es da doch verwechselt. Es tut mir leid. Ich schäme mich. Ab in die Ecke. Ja. In die Ecke. Weiter rein. Oh Gott, nein, das kann man auch wieder falsch verstehen. Egal. Alter. Guckst du mal aufs Tacho? Das ist 12 Uhr morgens. Ja, ich weiß. Normale Leute schlafen um die Zeit noch. Wow. Wow. Comedy Evil. Hi, New. Ich bin dein größter Fan. Comedy Resident Evil. Oh Gott, jedes Mal, wenn ich dieses Emote von New sehe. Hilde. Hilde. Hilde and Evil. Auf Dreamcast kam es weltweit als Veronica raus und als Veronica X nur in Japan und nochmal für Dreamcast. Okay, dann war es nicht komplett falsch. In Japan kam Code Veronica X für Dreamcast auch noch raus. Gut, aber das normale Code Veronica war dann doch nicht Saturn, sondern Dreamcast. Vini, du musst jetzt deine Sega-Fanboy-Lizenz zurückgeben. Warum eigentlich? Das habe ich vorhin schon gelesen von Möb. Warum Sega-Fanboy-Lizenz? Hat doch mit Sega gar nicht. Also, obwohl ja doch. Nee, Sega hat mit Sega nichts zu tun. Das ja, nee, das Saturn, Dreamcast. Ja, gut, zu der Zeit. Nintendo hat doch nicht mit Mario zu tun. Also. Genau. Nee, zu der Zeit hatte ich mit Sega tatsächlich gar nicht so viel zu tun. Euer Lieblingsrun bisher? Bei mir definitiv Sonic Generations. Wobei das Resident Evil eben hat mir auch sehr gut gefallen. Also ist auch ganz in der ganz engen Auswahl. Ich kann meinen Lieblingsrun gar nicht so bestimmen, weil jeder Run hat für sich was. Jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen, finde ich irgendwie. Resident Evil zum Beispiel finde ich immer wieder schön zu sehen, weil... Ja, ich persönlich finde, es gehört eigentlich wirklich was dazu, konzentriert immer auf diesen einen Part zu bleiben. Ist jetzt für einen Speedrunner wahrscheinlich, der sagt sich ja, da gähne ich, das mache ich mit verschiedenen Augen. Kannst du dir den Satz mal ganz kurz merken, nein. Weil ich wollte mal... Doch. Ja, rede. So. Nein, die haben eben übrigens applaudiert, weil er da halt so gut durch die Zombies durchgekommen ist. Das ist halt nicht unbedingt immer einfach, weil die halt,
Man muss halt gucken, wie stehen die, wie komme ich da am besten durch. Da muss man teilweise so on the fly quasi entscheiden. Das ist so ein bisschen, ja, mehr oder weniger RNG-Faktor. Das ist das, was wir auch vorhin erklärt haben, dass man wirklich den perfekten Bogen um die herum machen muss. Genau. Weil stehst du zu weit weg, verlierst du zu viel Zeit, bleibst vielleicht sogar noch an der Kante hängen, wenn du Pech hast. Stehst du zu nah dran, erwischen sie dich. Genau. Und da sind es halt 3 Zombies auf engem Raum gewesen und er ist da perfekt durchgekommen an der Stelle. Deswegen wurde da eben halt applaudiert. Haben die Runner ihre eigene Hardware dabei? Ja. Einfach weil, ja, die sind da teilweise ein bisschen abergläubisch. Abgesehen davon würde man jetzt seine eigene Konsole, gerade wenn es eine eher seltene Konsole ist, die will man halt nicht jedem anderen da zur Verfügung stellen. Aber die PCs werden teilweise quasi gesponsert von den Veranstaltern. Ja, und mal um kurz, weil wir bald auf die Treffen, um auf die Ashford-Zwillinge zurückzukommen. Die Ashford-Zwillinge bestehen aus Alfred und Alexia Ashford und sind keine, ja, man will nicht sagen richtige Zwillinge, es sind auch Versuche. Mhm. Und zwar wurden diese Zwillinge gezüchtet von Alexander Ashford, dem Vater der beiden. Und dabei sind interessante Dinge entstanden. Alexia zum Beispiel ist verdammt intelligent geworden. Die hat schon mit 10 ihren Abschluss an der Universität gemacht. Ich weiß gerade nicht, welche Uni es war. Es war irgendeine große. Ich glaube, es war sogar die von Oxford. Mhm. Müsste ich nachgucken in die Chroniken. Dafür müsste ich aber aufstehen und ja, immer so faul. Und Alfred ist ein wenig, sagen wir, normaler für diese Welt. Ja gut, für diese Welt, ja. Alexa, also biologisch gesehen normaler. Genau, aber und Alexa hat sogar weiter experimentiert an dem Virus. Die wurde mit 12 in im Labor der Arklay Mountains aufgenommen, das wir im ersten Teil gesehen haben. Und wurde da sogar als große Konkurrenz von Albert Resker und William Birkin gesehen, weswegen die beiden weiter konkurriert und ihre eigenen Forschung durchgezogen haben. Alexa hat dasselbe gemacht und hat an den Virus Code Veronica X entwickelt, der das Spezifika hat, dass Blut, wenn es mit purem Sauerstoff in Kontakt kommt, sich entzündet. Was wir dann auch noch sehen werden. Und an diesem Virus hat sie sogar an ihren eigenen Vater entwickelt, also herumgeforscht und ihren Vater dadurch zu einem Boss gemacht, was sie natürlich nur wollte, damit wir einen weiteren Bosskampf haben. Genau. Hier haben wir übrigens auch eine interessante Mechanik, die erst in Code Veronica dazu kam, Code Veronica X, und zwar... Ja, mehr Bender Snatch. Ah ja, gut, das auch. Ein sehr gemeiner Gegner. Bestenfalls, wenn man Casual spielt, macht man ja am besten mit der Armbrust. Mhm. Er macht's übrigens mit dem Messer. Aber er hat schon andere Waffen benutzt, ne? Die haben jetzt nicht irgendwie da ein Incentive, von dem wir nichts wissen. Bis jetzt hat er nur das Messer benutzt. Echt? Ich habe noch nichts anderes gesehen, gerade zumindest. Okay. Also wundert mich gerade ein bisschen, weil meines Wissens nach gab es kein Incentive für Knife Only. Dann ja, würde er halt einfach das Messer benutzen, um ja, nicht so viele Waffen mitzuschleppen, beziehungsweise Munition zu sparen. Ja, was halt eine neue Mechanik in dem Teil ist, sind ja, 2 Schusswaffen. Also die Uzis zum Beispiel hatten wir jetzt gerade eingesammelt. Später noch die goldenen Lugas. Genau. Und damit kann man halt, ja, in jeder Hand hält man eine Waffe. Und man kann auf 2 verschiedene Gegner gleichzeitig schießen. Oder man kann sie halt beide auf einen Gegner richten. Ah ja, stimmt, das Messer war ja so OP in Resident Evil Code Veronica X. Wenn man es richtig einsetzt, ja. Mhm. Aber da macht es ehrlich gesagt, wenn man es richtig einsetzt, ist es auch ziemlich OP in den anderen Resident Evil Versionen, bin ich der Meinung. Ja, gut. Aber ich mag Knife Onlys nicht. Also persönlich jetzt, also beim selber Run. Ich habe es einmal in dem HD Remaster gemacht, um das Achievement dafür zu bekommen. Aber das war die Hölle. Fight Angel, ist das jetzt eigentlich Knife Only? Nein, ist das nicht. Tatsächlich spart er sich einfach bloß die Munition, die wenige, die er hat, an denen er gerade so vorbeikommt, für die wichtigen Gegner auf, wo er es braucht. So spart er sich Umwege. So muss er kein Heilkraut einsammeln, so muss er keine Munition extra einsammeln, sondern spart sich die einfach auf, die wenige, an denen er sowieso vorbeikommt, nimmt die mit, hat die für die wichtigen Kämpfe und den Rest macht er einfach mit dem Messer. Das spart einfach Wege. Genau. Deswegen ist hier die Knife-Only-Kategorie, gerade bei Code Veronica X, unterscheidet sich die Knife-Only-Kategorie gar nicht so sehr von der normalen, vom Any%. Yep. Und
Um nochmal ganz kurz auf die Ashfords zurückzukommen, ist mir gerade noch eingefallen. Alexa Ashford hat ja, wie ich erzählt habe, an dem Code Veronica-Virus gearbeitet und gewerkelt. Und um diesen Virus tatsächlich voll kontrollieren zu können, ist sie 7 Jahre in den Kälteschlaf gegangen. Mhm, stimmt. Und dieses Erwachen werden wir gleich auch noch erleben. Okay, und Exo hatte jetzt auch nochmal was Interessantes geschrieben. Das Messer in Code Veronica, das trifft mehrfach beim Benutzen. Deswegen ist es halt hier besonders overpowered. Das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, aber ich kann ja auch nicht alles wissen. Der Aprikose, wann kommt deine Bewerbung für uns? Ja, Bewerbungsstopp, so. Nein, mich will also man nicht bei Germans haben. Alf, ich glaube, die haben mich rausgeworfen. Alf sagen würde, er würde wieder gerne mitmachen. Ich glaube, er bräuchte gar keine Bewerbung schreiben, weil er sich ja schon bewährt hat als Mitglied bei uns. Und ja, da wissen wir, worauf wir uns einlassen. Das ist ja fast schon Lob. Ja, fast schon. Jetzt müsstest du nur diese Lüge besser tarnen, dass man das nicht gleich schaut. Könnt ihr bitte aufhören, den Namen zu sagen? Mein Name dreht da immer durch. Das tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, ob du jetzt... Ich weiß jetzt, ich will jetzt, so. Ich will jetzt nicht beleidigen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob du einen Hund meinst oder Freundin oder sonst wen. Also ich weiß nicht, wie du meinst. Deswegen jetzt nicht denken, dass ich deine Freundin Hund nenne oder sowas, weil es der Fall ist. Aber das machen wir bitte wirklich nicht mit Absicht. Es ist nun mal der Name von diesem Charakter. Tut mir leid. Alf könnte sich gar nicht bewerben, alle Mentoren werden voreingenommen, ganz klarer Interessenkonflikt hier. Das ist natürlich auch ein Argument, Neo. Hilde würde für mich Einspruch erheben. Das weiß genau. Ich. Hilde und ich, wir sind ganz dicke, das weißt du, Neo. Du weißt das besser als jeder andere. So, jetzt muss er übrigens schon ein bisschen aufpassen hier, weil man sieht das an der Bewegung, also Claire hält sich da schon die Seite. Nee, die ist schwanger. Achso, okay. Ach, die hat bestimmt einfach nur Blähung. Keine Ahnung. Nein, aber das ist immer ein Zeichen dafür, dass sie halt verletzt ist. So kann man es halt sehen, ohne ins Menü zu gucken und auf die Energie direkt zu schauen. Und ja, wenn sie sich so die Seite hält, dann ist es schon ziemlich kritisch mit der Energie. Und deswegen muss der Runner jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass er nicht mehr zu oft getroffen wird. Ansonsten kann der Run ganz schnell vorbei sein. Ach, du meinst das Ding von Amazon? Ach so! Okay, dann tut's mir leid für Alexa, dass ich diesen Namen Alexa so oft sage. Ich glaube, Alexa wird das jetzt aber auch nicht falsch verstehen, dass ich Alexa so oft sage, weil warum sollte ich auch Alexa so oft sagen? Sie weiß ja eigentlich, dass ich Alexa nicht meine, sondern dass ich den Alexa aus dem Spiel meine. Alexa, so. Alexa. Muss jetzt noch einmal sein. Alexa ist ein Shoppingcenter in Berlin. Da gibt's einen neuen Chinesen. Aprikose war doch das. Ja. Berlin Shopping Center kenne ich nur das Eastgate, Alexia. Und da weiß ich nicht, wie der Chinese ist, aber ich weiß, dass der Boden sehr gemütlich ist. Das war das Eastgate, Vini. Das Alexa ist das. Ja, wie habe ich doch gesagt? Gleich. Ich kenne nur das Eastgate. Ach so. Angst vor euch, wow. So, ich überlege gerade, konnte man hier die Zwischensequenzen eigentlich abbrechen oder überspringen? Nein. Also, konnte man nicht, ne? Okay. Zwischensequenzen, also einige ja, einige nicht. So die kurzen okay. Konntest du, glaube ich, nicht überspringen und die Türsequenzen auch nicht. Hm, na klar, Türsequenzen, das ist Alexa schon bestellt einen Blumentopf. Wow. Nee, das werde ich jetzt nicht sagen. Das ist, kennst du diesen Gag mit dem Xbox Shutdown? Ja, wo sich da einer so genannt hat und dann in irgendwelche Online-Spiele reingegangen ist und da getrollt hat und die haben dann immer alle gebrüllt. Xbox Shutdown, stop doing that oder irgendwie sowas in der Art und dann hat sich deren Xbox immer runtergefahren. Ja, den kenne ich. Fand ich ganz witzig, auch wenn es eigentlich mies ist. Nee, und so an sowas ähnliches habe ich jetzt gerade gedacht bei diesem Alexa bestellt einen Blumentopf. Dass jetzt da wirklich Blumentöpfe bestellt werden. Hoffe mal nicht. Ganz ehrlich, das fände ich jetzt lustig. Ja, an sich schon. Aber trotzdem. Also, wenn du das Opfer bist quasi, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so lustig. So, jetzt sehen wir hier eine interessante kleine Sequenz im Labor. Ich nenne sie einfach mal Elektroegel. Die können als Gegner relativ nervig sein. Die sind jetzt, ich weiß nicht, wie gefährlich, aber... Man hat es eben ganz gut gesehen, man hat einen kurzen Elektroschock und
Ja, der dauert halt einen kleinen Augenblick, diese Animation dafür. Und dementsprechend kann man da ein ganz kleines bisschen Zeit immer verlieren. Romanicus, das werde ich jetzt nicht laut sagen. Nur zur Sicherheit. Wir wollen dich als Zuschauer dabei behalten. Wie schon das nächste Resident Evil. Nein, ich mach's nicht. Krass, sowas kennt man ja gar nicht. Was? Achso, wegen den Setup-Zeiten oder was? Ja, das ging tatsächlich relativ schnell diesmal mit der Setup-Zeit für das Spiel. Gut, aber es ist ja auch. Nee, ist ja gar nicht derselbe Runner. Ich wollte gerade sagen, war ja auch derselbe Runner. Aber nee, da hätte ich jetzt beinahe Blödsinn. Ist mir da noch was eingefallen. Okay. Ein interessanter Fakt nochmal zum Resident Evil Remake, das wir vorhin hatten. Es ist wirklich bloß eine kleine Sache, aber für mich ein ganz, ganz großes Ding eigentlich. Kein Zombie gleich den anderen. Stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt. Also im Remake. Im Remake, Resident Evil Rebirth, also auch das HD Remaster auf dem PC. Könnt ihr kontrollieren, könnt ihr testen. Es ist wirklich so, kein Zombie gleich den anderen. Jeder hat seinen eigenen Kleidungsstil, außer halt die Kittelträger. Die tragen natürlich einen Kittel, aber die tragen dann auch drunter. Der eine trägt mal ein blaues Shirt, der andere ein schwarzes und so weiter. Und auch vom Gesicht her sehen sie alle anders aus. Ja. Vor allem dieser, normalerweise der zweite Zombie, auf den man trifft, da in diesem Raum, wo die Statue, also diese Brunnenstatue mit der Karte drin ist, da gibt es ja so einen kleinen Seitenraum und dieser Zombie, auf den man da trifft, der ist halt so riesengroß und der sieht halt sehr beeindruckend aus. Und so einen das ist von der Größe her findet man halt im ganzen Spiel auch nicht mehr. Da muss ich mal sagen, da hatte ich mal, weil ich Resident Evil 4 gespielt habe, als ich das erste Mal gezockt habe, habe ich ein tierisches Erlebnis gehabt, ey. Da habe ich mich so erschrocken. Okay. Ah ja, war das mies. Ich muss dazu mal kurz erklären, mein Vater, der ist vor vielen, vielen Jahren schon gestorben. Da war ich 8 damals. Und Jahre später kam dann Resident Evil 4 heraus. Und der allererste Zombie, in dem man auf Resident Evil 4 trifft, der sieht 1:1 aus wie mein Vater. Okay. Alter, habe ich mich damals erschrocken gehabt. Oh ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Mies. Das kann ich mir gut vorstellen. Gott sei Dank höre ich dich über Kopfhörer ab, sonst triggerst du meine Alexa. Wollte ich so vorlesen. Ach so. Ich sag das jetzt noch öfters, wir treffen ja auch noch öfters mal auf Alexa Ashford. Adam donates $25. Hey guys, this is Adam Korlik with Figure It Out Productions. Achso, übrigens, ja, was man auch noch kurz erwähnen kann hier an der Stelle, er spielt natürlich auch wieder auf Japanisch. Ja, das weil sieht man. Selbe Gründe wie vorher. Ja, Resident Evil im Allgemeinen passt eigentlich jeder Teil auf Japanisch. Und ich hatte jetzt eben gerade, ich muss nochmal gucken, von wem war das? Alexa Kondome schnell. Von Easy Dominate, der hatte schon gefragt, hat er jetzt schon Glitches benutzt? Ja, er hat tatsächlich schon den Metalldetektor-Glitch benutzt. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachgucken. Ah ne, das ist hier nur ein Video gewesen, leider, das werde ich mir jetzt nicht angucken, aber da kann man auf alle Fälle schon schneller am Metalldetektor vorbeikommen. Ansonsten, ich gucke gerade, oder überlege auch gerade. Nee, ansonsten dürfte er jetzt noch keine Glitches benutzt haben. Es gibt auch nicht so viele Glitches, die man hier nutzt in dem Run. Also Glitched Run und Glitchless Run. Oh Gott, also das mal 10-mal nacheinander zu sagen. Die unterscheiden sich jetzt auch nicht so stark voneinander. Auch von der Zeit her nicht. Unbedingt, ich kann ja mal genau nachgucken, wie die. Na, eins auf die Welt Klausur. Rummel! Hey, Glückwunsch. Glückwunsch. Einsen sind immer gut. Bei wem war das? Dreier sind besser. Dreier. Ach, von Nick. Gratulation, Nick. Eine Eins ist immer gut. Weiter so, toi toi toi. Also glitched ist der Weltrekord 1:38:23, also das, was wir hier jetzt sehen. Pessimism ist übrigens auf Platz. Jetzt muss ich selber mal kurz gucken. Ich glaube, er heißt da schon wieder ein bisschen anders. Moment, ich muss ihn mal ganz kurz raussuchen. Wer? Das dauert bei Ihnen ein bisschen, verzeiht ihm. 1:41:14, wer könnte er da sein? Ach da, okay, er heißt S-S-H-P-L-U-R. Hier sehen wir in der Sequenz. Splur.
dieses Lied, das gerade gespielt wurde, auf das treffen wir öfters im Lied. Das ist nämlich das Alexa Lullaby. Lullaby. Nee, kann mir nicht reden. Und dieses Lied ist auch unter Resident Evil Fans, muss ich spezifisch dazu sagen, weil viele kennen es nicht, halt wirklich nur die Community. Wirklich ein sehr, sehr beliebtes Lied. Wird auch sehr oft gecovert, kann man wirklich im Internet sehr oft finden. Ist wirklich ein wunderschönes Lied. Und das trifft man auch öfters, auch eine etwas härtere Version davon im allerletzten Bosskampf. Kann man genauer hinhören, dann hört man es raus. Mhm. Und übrigens, also der Runner ist auf Platz 3. Wie gesagt, ich musste jetzt erstmal gucken, weil er auf speedrun.com ganz anders heißt als jetzt hier. Und da musste ich jetzt halt erstmal die Zeit mir angucken. Aber der Unterschied zwischen Glitched und Glitchless, zumindest der Weltrekord, 1.38.23 im Glitched Run und gerade mal 1.39.5 im Glitchless Run. Also 23 sind 37, 42 Sekunden Unterschied zwischen den beiden Weltrekorden. Also es ist fast gar nichts. Diese Fledermäuse übrigens sind sehr beliebt geworden bei den Resident Evil Erstellern. Viele Leute wollten diese Viecher immer gern wiedersehen und es gab oftmals die Idee, sogar schon in Code Veronica X einen Bosskampf daraus zu machen. Hat es leider nie reingeschafft, weil er nie so gepasst hat. Man war immer sehr unzufrieden davon, dann hat am Ende auch noch die Zeit gefehlt. Deswegen sieht man aber diesen Fledermaus-Boss in einem anderen, in einem in Anführungszeichen späteren Teil, der chronologisch früher spielt, aber man sieht ihn halt wieder, und zwar in Resident Evil Zero. Genau. Da hat er dann den Weg hineingefunden. Deswegen ist diese Sequenz übrigens auch sehr kurz, weil ein halbwegs geplanter Bosskampf fehlt. Also jetzt befinden wir uns übrigens auch in den Zimmern von Alexia und... Achso, Moment, Alexia. Muss ja ein bisschen lauter sagen. von Alexia und Alfred. Oh Gott, Alfred, genau. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen, danke. Er ist ein bekloppter, verrückter Psychopath. Wie kann er heißen? Mit den ersten drei Buchstaben. Achso, ja, Alf, genau. Merkst du einfach. Hey, das ist echt eine gute Eselsbrücke. Ja, leider. Leider. Oh Mann. Ich hätte absolut nichts dagegen, wenn ich nicht wüsste, dass Alfred so bekloppt wäre und sich im Frauenkleider steckt, eine Perücke aufsetzt und sich als seine Schwester ausgibt. Ah, jetzt hast du ein wichtiges Story-Element verraten. Oh mein Obwohl, Gott, Spoiler bei einem Speedrun. Ja, wen? Ja, ja. Ich überlege gerade, bisher wurde das noch nicht gezeigt. Das wurde doch zwischendurch mal gezeigt oder angedeutet, zumindest schon. Ja. Ich glaube, die Andeutung an sich war schon da jetzt. Die Andeutung an sich war schon da. Mhm. Das Interessante ist, auch dieser Hintergrund wird mehr in den Resident Evil Umbrella Chronicles erleuchtet. Also, wie gesagt, wer die Story von Resident Evil mehr wissen will, spielt ruhig Umbrella Chronicles oder also Darkseid Chronicles oder schaut euch eine LP dazu an, wie ihr es machen möchtet. Ist ja eure Sache. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn euch die Story wichtig ist. Mhm. Und The One Extreme hat auch gerade gefragt, ist denn seine PB so konstant, dass er nur ein 2 Minuten Fenster als erstes mitgenommen hat? Ja, ist es tatsächlich, weil beziehungsweise ist sogar weniger als 2 Minuten davon abgesehen. Das ist aber typisch für die Resident Evil Spiele. Man kann halt, als Speedrunner verliert man halt sehr wenig Zeit. Solange man halt nicht plötzlich totalen Blackout hat und nicht mehr weiß, wo es weitergeht oder halt irgendwo mal ungeplant stirbt, aber dann ist der Run sowieso vorbei. Und ansonsten ist die Zeit halt sehr konstant, weil es halt so gut wie keine RNG-Elemente gibt. Und selbst die wenigen, die es gibt, die kosten halt im schlimmsten Fall immer nur 1-2 Sekunden. Dann kann man da mal sehr gut schon abschätzen, wie hoch die Estimate sein wird. Wie wir schon erklärt haben, Resident Evil, die Speedruns bestehen halt sehr, sehr viel aus Routing und sehr, sehr wenig RNG. Genau. Wirklich, wenn man es richtig macht, hat man sogar in einigen Teilen gar kein RNG dabei. Also die beiden wichtigen Bestandteile, Routing hattest du ja eben schon erwähnt, und das Item-Management, was ja irgendwo auch unter Routing fällt. Ja. Also man muss halt überlegen, wann man welches Item einsammelt, damit man halt sich das Inventar nicht zur falschen Zeit vollstopft und dann ein bestimmtes Item gar nicht mehr mitnehmen kann, weil man einfach keinen Inventarplatz zu dem Zeitpunkt hat. Das ist das Wichtige daran.
Oh, und nee, jetzt kam die Sequenz gar nicht, aber das ist doch die Stelle gewesen, wo wir auf einen alten Bekannten treffen, ne? Später, glaube ich. Später war das. No, aber es war zumindest der Ort schon mal, nur noch nicht die Zeit. Ja, der Ort ist richtig, aber wir laufen ja, wie man es von Resident Evil bekannt ist, hin und her. Genau. Also viel Backtracking, das ist halt auch so typisch für die Resident Evil Spiele, vor allem für die alten. Ja. Gehört aber ehrlich gesagt mit dazu. Und, ja, ja, klar. Dieses Erkunden auch beim Backtracking, das ist auch das, was viele neuere Spiele wirklich ausmacht, dass man einfach auch beim Rückwärtslaufen viele neue Sachen entdeckt, weil man einfach buchstäblich aus einem anderen Blickwinkel alles hat. Genau. Das wird ja sehr, sehr gern in vielen anderen Sachen benutzt. Tatsächlich, jetzt erst aktuell wird es verwendet in Zelda Breath of the Wild. Du guckst die Gegend zwei, dreimal an, aber siehst erst aus verschiedensten Winkeln, hey, da ist ja noch was. Und da wurde etwas erwischt, da ist er sehr blöd aufgetaucht. Oh ja, das ist halt das, was ich eben schon sagte, also es gibt schon ein paar kleine RNG-Elemente, so wie das jetzt eben. Aber er hat ja auch an der Stelle, wie viel war es jetzt, maximal 2 Sekunden oder so, was er da verloren hat. Ein kleiner wichtiger Fakt, den tatsächlich nicht viele bei Resident Evil wissen. Wird man von einem Wesen geschnappt, kann man den Control-Stick triggern und sich auf diese Art befreien. Genau, das wissen tatsächlich nur die wenigsten. Wenn man mit T anfängt, weiß man es nicht. Ja, und mit Handros aufhört, ja, genau. Dann stirbt man halt gerne mal, weil man das nicht weiß. Mehrfach, wohlgemerkt. Und oh Gott. Das war jetzt mies. Das war jetzt unter der Gürtellinie. Tisschred, ich weiß nicht, ob man den Namen so aussprechen soll. Wird Dino Crisis gespeedrun? Grundsätzlich ja. Leider nicht bei diesem Event und leider haben wir es bisher noch bei gar keinem Event gehabt, soweit ich weiß. Also mir ist es noch nie untergekommen. Was ich persönlich tatsächlich sehr schade finde, weil ich mag die Dino Crisis Spiele. Zumindest die ersten beiden. Der dritte soll ja ziemlicher Müll sein, angeblich. Weiß ich nicht. Ich habe ihn selber nicht gespielt. Die ersten beiden, die waren toll. Vor allem der erste. Ist quasi Resident Evil mit Dinosauriern, wenn man so will. Ja. Genau wie Parasite Eve zum Beispiel. Warte ich auch immer noch, dass das endlich mal kommt. Das wurde ja fürs SDQ oder für die ESA submitted sogar. Parasite Eve 2. Ist leider nicht rangekommen, was ich sehr schade fand. Aber wo ich gerade im Chat gelesen habe, gesättigt und traurig, dass das Essen weg ist. Der Zombie ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen sauer, dass er beim Essen gestört wurde, aber wir brauchen halt sein Auge. Echt mal. Der hat jetzt ein Auge auf uns geworfen quasi. Na, Claire wirft anscheinend lieber Auge auf jemanden. Ja gut. Und zwar auf diese Puppe da. Warum können wir uns eigentlich bei diesem Run diese Sprüche nie verkneifen? Ich weiß es nicht, das gehört einfach irgendwo dazu, glaube ich. Wenn wir aber es ist so schlecht und wir machen es jedes Mal. Und jedes Mal regen wir uns auch darüber auf, wie schlecht wir eigentlich sind. Freaky Freak, der Run besteht doch gefühlt aus 70% Türen öffnen. Türe öffnet sich Animation, oder? Gut, 70% jetzt natürlich nicht, aber das wird von dir wahrscheinlich auch ein bisschen sarkastisch übertrieben worden sein. Aber es ist halt sehr viel von Raum zu Raum rennen. Und dementsprechend entstehen da halt auch sehr viele von diesen Türen, Treppen, Animationen. Das ist schon korrekt so, ja. Übrigens eine Sequenz, die wir vorhin leider sehr schnell übersprungen haben, weil die sehr schnell ging. Ich habe schon von Steve erzählt, ein Begleiter von Claire quasi, den sie hier auf Rockford Island kennenlernt. Man ist vorhin sogar auf seinen Vater getroffen. Die Sequenz war leider eine von denen, die man schnell überspringen konnte. Es ist eigentlich auch noch eine schöne Story, die man zwischendurch miterlebt. Was sehr klein ist, aber Gesundheit. Danke. Ich kenne dich doch. Ich kenne doch deine Geräusche, wenn du fast platzt. Ja, aber auf jeden Fall, das ist halt auch was, was mit dazugehört. Und das macht Code Veronica mit auch aus, dass sehr viele kleine Storys versteckt sind. Unter anderem, wie zum Beispiel die mit dem Doktor eben, der, sagen wir, seine eigenen kleinen Forschungsprojekte noch mit nebenbei hatte, weil er zu den größeren gehören wollte und dadurch ziemlich Scheiße gebaut hat. Unter anderem ist deswegen auch mit der Virus hier ausgebrochen, auf dieser Insel. Und Moment mal ganz kurz, werde mir jetzt, obwohl ich glaube, das bringt gar nichts, Elena zu bannen. Ich glaube, das sind nämlich ganz viele verschiedene, was? Die immer wieder auftauchen. Aber nee, dieser Elena oder diese Elena, da kommt immer wieder irgendwas mit dem Link zu irgendwelchen Seiten. Sehe ich gar nicht. Nee? Achso, ja gut. Nö. Es wird immer sofort getimeoutet vom Nightbot, aber taucht halt schon den ganzen Tag immer wieder auf hier. Sind das gute Seiten? Kann man darauf gehen? Hast du das mal geprüft? Best Sex Site, ja. Oh, steht da. Mal Link. Nein, lass ich mal lieber. Du sollst mir privat schicken. Ich glaube, die sind nicht.
Ja, nein, ich glaube, die sind nicht so seriös, die Sachen. Wer weiß, was du mir besser als die Links, die ich sonst von dir kriege. Und bei dir fange ich noch schlimmer sein. Ja, wenn man halt nicht auf Tiere steht, da kann ich ja halt auch nichts für. Wow. Okay. So, ja, ich glaube, da werden wir trotzdem noch ganz viel von Elena sehen jetzt hier im Chat. Egal, wird alles gebannt, da habe ich wenigstens meinen Spaß dran. Wie böse du bist. Gott, nicht, dass ich nachher mal irgendeinen User hier prophylaktisch timeoute, der einfach nur zufällig Elena heißt, aber eigentlich ganz normale Zuschauer ist. Oh, weiß ich ja, was ich nachher mache. Nee, aber wenn, ich meine, die Banne, die schicken ja eh immer nur Links rein, sofort. Das kriege ich dann schon mit. So, und hier haben wir halt wieder eine dieser Treppenanimationen in dem Fall. Das Problem ist halt, dass die Räume in dem Resident Evil relativ klein sind, weil die grafisch, so im Vergleich zum allerersten Resident Evil, kann man jetzt gerade ganz gut vergleichen, weil wir das ja vorher gesehen haben, weil die grafisch halt aufwendiger sind und dementsprechend ja, die Leistung der Konsole kann halt keine allzu großen Räume in dieser Grafik ja, darstellen. Deswegen sind die Räume in dem Spiel vergleichsweise klein. Und dementsprechend oft ja, haben wir halt Türanimationen, weil wir halt immer wieder diese kleinen Räume durchqueren. Capcom actually created a fun little scavenger hunt in this game. There's a battle game that you can unlock as a bonus. And by completing said battle game. Alexa, 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 wow. Vorsicht, Vorsicht bitte mit sowas. Da kann der Nightbot manchmal auch ein bisschen. Und weg. Oder der Sith-Bot, der kann, oder der Sith-Bot, auch, der kann das auch, ja. Aktiv werden, genau. Leute, macht kein Spam. War zwar für einen Moment witzig, aber man muss es nicht übertreiben. Das Einzige, was du übertreiben kannst, sind Sprüche über Mimi. Das ist immer lustig. Der wird nie alt. Im Gegensatz zu mir selber, ne? Ja, du hast sie verstanden. Es passt die 97% nicht. Türen durchqueren, ja, so ungefähr. Also wir hatten gerade übrigens wieder diese schöne Melodie. Achso, die, das Lullaby meinst du, ne? Ja, übrigens auch eine schöne Sache, die Sache mit der Mondscheinsonate aus dem ersten Teil. Auch eine Sequenz, die mir sehr gefallen hat. Gesundheit. Nee, das war jetzt Räuspern. Ist dasselbe, Gesundheit. Tropic hat aber auch gerade geschrieben, dein Mikro setzt ab und an etwas aus, nur als Info. Ja, das wurde mir schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Irgendwie müsste ich da mal die Empfindlichkeit ein ganz kleines bisschen justieren, aber ich habe Angst, dass die dann nachher zu gering oder zu hoch ist. Und ich glaube, es geht aber soweit noch. Wenn es zu schlimm wird, dann bitte Bescheid sagen, dann muss ich da wirklich mal gucken. Da müssen wir es umstellen. Ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass ich habe ja bisher schon eine ganze Menge kommentiert und so ein bisschen lässt die Stimme dann halt auch nach und dadurch werde ich manchmal ein bisschen leiser und das erkennt das Mikrofon dann nicht mehr ganz. Lotus, ich habe tatsächlich vorhin an die gute Cortana gedacht, aber da ich weiß, dass Cortana eine absolute Zicke ist, wollte ich die mal rausnehmen. Außerdem reagiert dann meine eigene sonst. Ah, okay. Das bringt nicht, die ist stimmgelockt. Tillus, während des SGQ, also während dieses Events hier, werden wir keine Pause machen. Na gut, wir gehen ganz kurz und mal offline für ein paar Sekunden, damit wir schon einen so einen Clip haben, den wir dann ja, zu einzelnen Videos schneiden können. Ansonsten werden wir jetzt hier wirklich bis Sonntag, ja mittlerweile bis Sonntagmittag, komplett durchkommentieren. Aber natürlich ist das kein Kanal, der wirklich das ganze Jahr über 24/7 online ist. Mal kurz off-topic, Gizzy, sowas muss nicht sein. Bitte lasst sowas, weil das können alle lesen und das muss echt nicht sein, sowas. Achso, ja, ja, genau. Also sowas bitte sein lassen. Auch wenn es jetzt nicht böse gemeint war, hoffentlich, ne, aber ja, der eine oder andere kann sich machen. Genau, ja, ich kann sowas muss wirklich nicht sein. Richtig, aber ich kann mich halt auch wenigstens wehren jetzt dagegen, falls da andere Sprüche kommen würden. Nein, also ich habe die Möglichkeit, mich zu wehren. Nachdem du eine halbe Stunde geweint hast. Ja, ja, aber ich kann es wenigstens. Macht ihr Speedruns und kommentieren hauptberuflich? Nein, das ist für uns wirklich ehrenamtliche Arbeit, beziehungsweise ja, Freizeit. Wie, ihr werdet nicht bezahlt? Ja, du ja, du bist ja Gast quasi. Wir müssen uns ja ab und zu mal so ein paar gute Kommentatoren auch einkaufen, ja. sonst müssen die nur noch mit mir hier leben. Oh, nein, aber wir machen es halt wirklich ehrenamtlich und karitativ. Das macht uns halt einfach Spaß. Ja, es ist für einen guten Zweck, da macht man das wirklich gerne.
So, genau. Hier sehen wir gerade wieder etwas Interessantes. Die Libelle und die Ameise. Mhm. Das hat einen ganz, ganz wichtigen Hintergrund für diesen Virus. Denn der Virus Code Veronica X ist aus Ameisengen entstanden. Wir hören gerade wieder im Hintergrund dieses schöne Lied. Leider quatschen wir da jetzt erstens drüber und zweitens ist es wahrscheinlich im Mainstream sowieso zu leise geschalten. Aber wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, Alexis Lullaby. Hört es euch an, es ist wirklich ein wunderschönes Lied. Mhm. Genau. Ist wirklich, zähle ich mit zu den guten Songs, wie zum Beispiel das gute alte Gerudo-Theme zum Beispiel. Also man kann sich, das gehört eigentlich in jede, meiner Meinung nach, jede gute Videospiel-Soundsammlung rein. Genau. Gleichermaßen kann ich auch empfehlen aus Umbrella Darkseid Chronicles von Resident Evil das Manuela Lullaby. Das ist genauso gut. Nee, das kenne ich selber jetzt nicht. Raus. Es tut mir leid. Wir haben jetzt übrigens knapp die Hälfte geschafft. Oh, Moment, Stimme. Er ist alt, verzeiht ihm. Genau. Also ich höre dich, wenn ich meinen Mikro ausmache, höre ich dich trotzdem. Und wir hatten gerade die schöne Szene, wo wir auf Alfred getroffen sind, der dann angeschossen wird und flüchtet. Aber die Sequenz konnten wir hier wieder überspringen. Mhm. Wie ich schon sagte, einige kleine muss man sich angucken, einige größere kann man überspringen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz das Mikro ausmachen, weil hier ein Krankenwagen lang gefahren ist. Wirst du abgeholt? Nee, noch nicht. Die wissen doch, dass du noch zu tun hast. Die kennen doch deine Terminpläne. Oh. Die haben doch auch das Schedule. Nee, die lassen mich aber erst zu Ende kommentieren, deswegen. Ja, sag ich doch gerade. Ja, okay. Nein, hört er mir zu, deswegen ist uns unsere Ehe schief gegangen, ne? Oh. Wir haben jetzt knapp die Hälfte geschafft, also noch nicht ganz. Und aktuell, ja, also es gab jetzt keine Stellen, wo er jetzt wirklich Zeit verloren hat. So ein bisschen was, so ein paar Kleinigkeiten. Dafür hat er aber an anderen Stellen auch viel Glück gehabt bisher. Wie heißt der Song? Falls du den meinst, den ich gerade angesprochen habe, das ist einmal aus Code Veronica X, das Alexa Lullaby. Und einmal aus Umbrella Darkseid Chronicles, das Manuela Lullaby. Kann ich beide wirklich sehr empfehlen. Ist natürlich Geschmackssache, klar, denen gefällt es den anderen nicht, aber wenn man sowas mag, dann kann man sich das ruhig anhören und vielleicht auch öfters hören. Ist halt Geschmackssache, ist halt Musik. Den ihnen gefällt es den anderen nicht. Genau. Ist wie bei Veni. Keiner leid, kann ihn leiden. Oh. Da gibt's keine andere Seite. Doch, es gibt eine andere Seite, mich. Nicht ich mal du kannst mich. Dich leiden. Ja gut, schon auch wieder. So, jeden Morgen sehen, steht Veni vor Spiegel, ich wäre gern wie Alf. Ganz kurz mal. Wir sehen übrigens, dieses Gebäude, beziehungsweise diesen Raum, den haben wir jetzt schon so oft gesehen. Also da werden wir auch weiterhin immer noch ab und zu mal auftauchen oder reingehen. Ja, aber was ganz witzig ist, man hat jetzt... Das war doch eben gerade die Wesker-Sequenz, oder? Ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Das Item, was er da jetzt gerade eingesammelt hat, der Runner, das haben wir die ganze Zeit schon im Hintergrund immer blinken sehen. Aber wir haben es bisher noch nicht eingesammelt, weil wir es einfach noch nicht brauchten und weil das ansonsten jetzt die ganze Zeit im Inventar gelegen hätte. Und das ist natürlich dann ein Inventarplatz weniger, den wir gehabt hätten. Und jetzt, wo wir es auf jeden Fall brauchen werden demnächst, sammeln wir es natürlich auch ein. Ein Herz für Veni. War das Veni-Bashen eigentlich irgendwann mal lustig? Es ist eigentlich immer noch lustig, Zylo. Wenn mich das stören würde, keine Sorge, wenn mich das stören würde, dann würde ich schon was sagen. Aber das ist bei Alf und mir, das ist einfach Tradition quasi. Das gehört genauso dazu, wie er mich basht. Genau. Und ich weiß, die Zuschauer finden es lustig, also hoffe ich zumindest mal. Also, ja. Welche Zuschauer? Ach so. Nee, also bei uns ist genau, das wirklich normaler Umgang, wir machen das auch privat, also. Ja, das Thema hatten wir vorhin tatsächlich auch schon mal, das haben wir noch mal ein bisschen erläutert. Das war das grün blinkende Ding, ja. Das ist halt eine von diesen Medaillen, ich nenne es einfach mal Medaillen gewesen, die wir an einer bestimmten Stelle dann einsetzen müssen, und zwar genau hier. Das passt gerade perfekt zeitlich. Da gibt es halt das Rote, das Blaue und das Grüne. Übrigens, in welcher Reihenfolge man die jetzt im Inventar auswählt, ist vollkommen egal. Die werden automatisch an die richtige Position gesteckt da. Und damit können wir jetzt in das U-Boot rein und quasi in den nächsten Abschnitt. Den Hund im Hintergrund, cool.
Wo ist er jetzt? Sehe ihn gerade gar nicht. Da bin ich gerade blind. Weil den hat man vorhin richtig gut gesehen, den Hund. So there's one such example of the bending cancel that was at the start of the run actually working. Die Halle ist übrigens auch sehr ziemlich leer, weil es ist jetzt 4.30 Uhr, 5 Uhr oder sowas müsste es jetzt in den Dreh, also irgendwann früh morgens. 5.36 Uhr. 5.36 Uhr haben wir. Also morgens, 5.36 Uhr. Ist halt die Zeitverschiebung, das Ganze findet halt in Minneapolis, Minnesota statt. Und die haben, Gott, jetzt müsste ich rechnen, 7 Stunden. Ne, Quatsch. Doch, ja, klar, 7 Stunden Zeitunterschied. Ding und hätten die sich jetzt an das Schedule gehalten, dann wären die, wäre dieser Horrorblock, nenne ich ihn einfach mal, also Silent Hill 2 und dann Resident Evil 1 und Code Veronica X, die wären halt zur, ja, zur besten Zeit für solche Horrorspiele gekommen, nämlich mitten in der Nacht. So durch diesen Delay, durch die Verschiebung ist es halt eher am Morgen, da passt es nicht mehr ganz so gut, aber. Und Gizzy, achso, das wurde von Möb schon beantwortet. Die Leute im Hintergrund, das sind quasi so die Nebenkommentatoren. Das sind halt Leute, die sich der Runner da ausgesucht hat. Entweder weil es, weiß ich, gute Freunde von ihm sind. Oder weil die sich halt mit dem Run auskennen. Oder natürlich beides, kann natürlich auch sein. Und da der Runner an sich sich auf seinen Run ein bisschen konzentrieren will oder muss, ja, übernehmen die das halt mit dem Erklären und mit dem. Genau. Kommentieren und wir besteigen gleich das große Flugzeug, was wir eben in der Sequenz kurz gesehen haben. Mhm. In diesem Flugzeug wird uns nichts weiter als ein Bosskampf erwarten, der ehrlich gesagt echt mies sein kann, vor allem wenn man das blind macht. Wenn man kennt, ist natürlich jetzt nicht so schwer, aber was ist schon schwer, wenn man es kennt? Außer Dark Souls, obwohl es selbst da nicht. Ja, und danach sind wir auch schon, beziehungsweise schon, wenn wir losfliegen, verlassen wir schon Rockford Island, wie ich jetzt gesagt habe. Und nach Rockford Island sind wir am Nordpol. Mhm. Und da wird sich das Spiel nochmal ein wenig verändern. Vor allem wird es von der Story her deutlich intensiver und dramatischer. Genau. Und die hier kam gerade wieder die Frage nach einem deutschen Speedrunner auf, diesmal von J2 Kackerfüll, okay. Ich hätte den Namen vielleicht nicht komplett lesen sollen. Ja, und ja, der Berlin Dude ist vor Ort, der wird nachher in circa 3 Stunden Alex Kidd in Shinobi World zeigen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ihr hostet ihn öfters, aber der ist ja auch schon mal da gewesen. Ach, wie hieß er denn? Thiefbug? Thiefbug, genau. Ja, ah, okay. Und Exe war doch, glaube ich, auch schon mal da, oder? Ja, ich glaube, Exe war auch schon mal da, aber. Exe ist einer der damaligen Gründungsmitglieder von Germany sogar. Genau. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Sid, bitte berichtige mich, wenn ich da irgendwelchen Mist erzähle. Das kann ich auch machen. Also, es war nicht wirklich Mist, den du. Okay. Nein, es war nicht wirklich Mist, was du da erzählt hast. Es gab halt schon mal eine erste Inkarnation quasi von Germany und die hat halt Exe mitgegründet. Und damals hieß es auch noch nicht German. Das ist übrigens Mr. X. Ah, genau. Exe war noch nie bei NGDQ. Okay, gut, dann. Aber bei ESA war er. Ah, bei der ESA. Okay, so war das. Gut. Ich entschuldige mich für die Fehlinformation, deswegen habe ich ja nochmal nachgefragt. Ich war mir nicht mehr so sicher. Aber auf jeden Fall gehört er mit zu den bekannteren deutschen Speedrunnern. Genau. Und bei der ESA, die wird jetzt Ende des Monats stattfinden. Ich glaube, am 22. ging es los. Exe, oh Gott, Sendeplan oder Schedule. Achso, ja, gut. SIF macht das schon. Oder Programm kann man auch eingeben. Da kommt ihr dann auf ja, das Schedule halt. Nee, aber bei der ESA, da ist die Chance größer, dass man auf deutsche Runner trifft, weil die ESA halt European Speedrunner Assembly findet natürlich dann in Europa statt und dementsprechend natürlich auch so global gesehen deutlich dichter. Also in dem Jahr findet die in, oh Gott, wie ist der Ort? Ich vergesse mal den Ortsnamen, aber in Schweden auf jeden Fall statt.
Jetzt gleich kommt ein Kampf, den ich gehasst habe. Ja, das ist das, was ich eben auch schon mal angesprochen habe. Der Kampf gegen den Tyrannen Mr. X gleich im Flugzeug, der ist wirklich... Also, wenn man ihn blind macht, ist er echt hart. Wirklich sehr hart. Das ist das, was wir auch schon mal am Anfang angesprochen haben, dass dieses Spiel tatsächlich mit als das schwerste Resident Evil gilt. Mhm. Natürlich für den Speedrunner jetzt wird das jetzt nicht so der Aufhänger. Obwohl es auch gefährlich werden kann, weil man kann mal ganz schnell einen falschen Schritt zu einer Kiste stehen und das Ding ist durch. Genau. Und er hat nicht einmal gesaved. Richtig, das grundsätzlich speichert man in den Resident Evil Speedruns auch eher selten. Ich mache es beim HD Remaster tatsächlich genau zweimal. Und zwar an zwei Stellen, an denen man ziemlich schnell sterben kann. Wenn ich jetzt eine neue Bestzeit aufstellen wollen würde, für mich persönlich zumindest, dann müsste ich wahrscheinlich darauf verzichten. Das ist halt immer sehr, sehr riskant halt. Und irgendwas wollte ich aus dem... Achso, die Frage von Chock. Ja, es gibt auch rundenbasierte Strategiespiele als Speedruns. Finde ich persönlich tatsächlich sogar interessant. Sowas wie Fire Emblem beispielsweise. Finde ich sehr interessant. Ah, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Entschuldigung, die sind auch sehr RNG-lastig. Ja, das auf jeden Fall. Gerade sowas wie Fire Emblem. Wobei Fire Emblem eigentlich gar nicht so sehr. Ah ja, schon. Und nicht mit... So ganz kurz, hier haben wir jetzt nämlich eine wichtige Stelle. Man hat leider bis eben ziemlich wenig davon gesehen. Wow, das war ein schneller Kill. Das ist der Tyrant gewesen. Ja, das ist das, was ich meinte. Der taucht da plötzlich im Flugzeug auf und Ziel ist es im Grunde, ihn erstmal zu beschießen. Dann ist er für eine Weile betäubt und dann muss man die Kiste dahin schieben. Normalerweise braucht man zwei Cycles dafür. Zwei waren es, glaube ich, ne? Also die erste, die schiebt er da immer noch weg und dann muss man ihn halt nochmal beschießen und nochmal eine Kiste hinschieben. Oder irre ich mich da jetzt gerade? Verwechsel ich da jetzt gerade was? War doch richtig, okay. Er hat es jetzt aber geschafft, ihn halt in einem Cycle zu besiegen. Und leider hat man ihn am Anfang halt nicht wirklich gesehen, weil die Kameraperspektive da nicht hingewechselt hat. Aber ja, zumindest hat man ihn in der Cutscene gesehen. Und das war tatsächlich ein richtiger Tyrant. Kein Prototyp oder so, genau, sondern Mr. X, wie er auch gern genannt wird. Und wie ich schon eben sagte, wenn man den blind macht, kann dieser Boss wirklich sehr, sehr ekelhaft sein. Aber für Pessimisten jetzt kein Ding, weil der trainiert das regelmäßig. Genau. Und nachdem wir den Tyrant besiegt haben, haben wir eine etwas längere Sequenz gehabt, wie die beiden geflogen sind, sich unterhalten haben. Da ging es nochmal um die Story, auch mit dem Vater. Und dann hatten wir eine etwas unsanftere, ja, eine saftige, oh Mann, eine unsanftere Landung im Labor vom Nordpol. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Jetzt sind wir nämlich in einem komplett neuen Gebiet, auch wenn das sich jetzt optisch oder vom Aufbau her zumindest noch nicht ganz so sehr unterscheidet. Aber wir sind jetzt am Nordpol und da geht die Story halt weiter. Und ja, hier lernt man auch noch ein bisschen was über die sogenannten BOWs kennen oder BOWs, die bioorganischen Waffen oder Biological Organic Weapons. Moment. BOW, ja. Hab ich gesagt, BOW, ne? Ja, bioorganische Waffen. Ja, ja, ich war jetzt gerade irgendwie. Ich dachte, ich habe vorher was anderes gesagt als Abkürzung. Nach der Landung wurde auf der Dreamcast die CD gewechselt, korrekt. Nicht nur auf der Dreamcast. Mhm. Ja, und ja, wie gesagt, also Nordpol und Forschungslabor. Eigentlich so ein bisschen klischeehaft das Ganze. Irgendwie ist da an einem abgelegenen Ort wie dem Nordpol ein geheimes Forschungslabor, bla bla. Aber trotzdem gut in die Story integriert hier in dem Fall. Ja. Das ist ein Hotel, wird hier zweimal sogar geschrieben. Ist das ursprünglich mal ein Hotel gewesen? Da kommen wir noch hin. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen. Das ist alles noch der unterirdische Truck. Alter, ich sollte sprechen heute lassen. Vielleicht wurde es mal gefragt, aber er zockt auf der 360, weil es die schnellste Version ist, aber das Spiel ist von 2001. Tatsächlich, steht 2001, kann so natürlich nicht sein. Die 360-Version, ich weiß gar nicht, wann die rauskam, die unterscheidet sich quasi gar nicht von der 2001 erschienenen Dreamcast-Version oder PlayStation 2-Version von Code Veronica X. Ich denke mal, deswegen haben sie das so dahin geschrieben. Ja, also oder es war wirklich ein kleines Versehen.
Entweder ist es wirklich ein Versehen oder ist es einfach die 2001er Version von Code Veronica. Mhm. Und auch von der Xbox 360, weil es sich einfach leichter abcapturen lässt. Aber ist mir tatsächlich bisher auch gar nicht aufgefallen. Nur nee, ehrlich so gesagt auch nicht. Wo wir vorhin drüber gesprochen hatten, war, wegen den Releases. Ja, ja, eben, deswegen. Ne? Also vielen Dank für den Hinweis, auf jeden Fall. Mir wird gerade als Info geschrieben, 2011 kam es für die Xbox. Es kann natürlich sein, dass man da einfach dann die 1 nicht richtig... Genau, da hat man statt der 1 und 0 vielleicht auch hingemacht. Das kann natürlich auch sein. Wissen wir jetzt nicht. Ja, die 360 ist abwärtskompatibel, das stimmt schon. Aber das Spiel gab es halt für die originale Xbox nicht. Genau. Weil ich weiß zumindest nicht. Ich wüsste es ehrlich gesagt auch nicht. Und da bringt dann Abwärtskompatibilität überhaupt nichts. In dem Fall. Und es kam auch gerade die interessante Frage, ist die PS4-Version nicht schneller? Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau beantworten, aber ich glaube, was die Ladezeiten angeht, da macht es kaum noch einen Unterschied. Von Code Veronica gibt es keine PS4-Version. Ach, gibt es gar nicht. Ja, okay, dann hat sich das auch erledigt. Oder habe ich irgendwo was verpasst? Also soweit ich weiß, gibt's obwohl, keine. Ich meine, ist die PS4 nicht abwärtskompatibel zur PS2? Also nach meinen aktuellen Infos gibt es keine. Wenn es eine gibt, dann um Gottes Willen, dann gibt es natürlich eine. Aber ich kann es gerade nicht bestätigen. Ich weiß nur, dass es bis jetzt keine. Ja, aber wenn die abwärtskompatibel ist zur PS2, ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau, dann könnte man ja die PS2-Version auf der PS4 spielen. Aber ich glaube, es macht halt von Ladezeiten... Ich habe es auch verpasst auf Wikipedia. Seit Mai 2017? Okay, gut, dann gibt es mittlerweile doch eine. Oh. Okay. So kann ja, gut, man sich irren. Gut, aber zur Submission, also als das Spiel als Vorschlag eingereicht wurde für das SGQ, gab es die PS4-Version dann noch nicht. Ja. Und dementsprechend wurde dann halt diese Version hier genommen. Beim nächsten Event können wir dann eventuell schon die PS4-Version sehen, weiß ich jetzt nicht. Inwieweit sich jetzt die PS4-Version von den anderen Versionen unterscheidet, können wir daher auch nicht sagen. Das tut mir sehr leid. Das wusste ich echt nicht, das ist an mir vorbeigegangen. Aber man googelt auch nicht jeden Tag, hey, Code Veronica, kommt das auf die PS4? Ah, okay, und auf der PS4 könnte man die PS2-Version im Shop kaufen. Okay, ja, das ist ja fast dasselbe. Das gibt es in vielerlei Hinsicht, ja, in vielerlei Sachen. Aber wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Ladezeiten da dann großartig unterscheiden würden, weil die Xbox 360, die ist ja auch schon ziemlich leistungsstark, also die hat auch keine Probleme, so ein doch eher älteres Spiel dann halt schnell zu laden. Da sind es dann auf dem ganzen Run verteilt vielleicht, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden oder so, die man dann mit einer etwas leistungsstärkeren Konsole noch sparen könnte. Und hiernach kommt, da muss ich jetzt selber mal gucken. Ich glaube, die PS2-Version, die man im Shop kaufen kann, ist nur für die PS3, nicht für die PS4. Ach so. Okay, außer jetzt dann halt durch die neue. Mhm. Also wenn es jetzt im Mai 2017 erschienen ist, dann wird es jetzt dann natürlich auch für die PS4 sein. Okay. PS4 Pro läuft das Spiel schneller. Dann könnten die nächsten Speedruns davon tatsächlich nochmal... um einiges interessant, also das klingt jetzt so, als wenn der Speedrun hier nicht interessant ist, Entschuldigung. Nein, aber da könnte sich dann in der Speedrun-Szene von Code Veronica X vielleicht noch ein bisschen was entwickeln in nächster Zeit. Lohnt sich vielleicht da mal ein Auge drauf zu halten. Werden wir beobachten, auf jeden Fall. Genau. Und ja, Rambal hat auch gerade den Befehl, den Next-Befehl gegeben. Also Ominusha Warlords kommt als nächstes. Könnt ihr auch jederzeit selber machen, beziehungsweise auch einfach Schedule oder Schedule in der komischen Schreibweise, wie Sprech sie gerade reingeschrieben hat, oder Sendeplan oder Programm eingeben. Da könnt ihr dann die gesamte Spieleliste für dieses Event sehen. Ja, also FPS, Geschwindigkeit der Texte und so weiter. Ich glaube, aktuellsten Versionen wäre die FPS-Zahl sowieso eingeschränkt. Das heißt, im Endeffekt macht es dann gar keinen Unterschied. Aber wenn man irgendwie, weiß ich, per Mod oder so die FPS-Zahl oder die Beschränkung dann aufheben würde oder eine höhere Grenze zumindest setzen würde, dann könnte man natürlich mit so einer Version dann deutlich schneller durchkommen.
Aber das müsste man dann schon als komplett eigene Kategorie sehen, wenn es überhaupt akzeptiert wird dann von der Community. Das Spiel besteht aus vielen Ladebildschirmen, oder? Ja, damals war es vorgerendete Grafik war, glaube ich. Nee, Quatsch, vorgerendet war es erst im Rebirth. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Nee, das war vorgerendert. War das damals auch schon vorgerendert? Ja, ja. Aber nicht bei Code Veronica, oder? Bei der Code Veronica war so ein, ja, so ein bisschen Grenzfall, sag ich mal. Weil übrigens, sind wir hier bei Nosferatu? Das ist der sogenannte Alexander Ashford, der Vater der Ashford-Zwillingen. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Alexa an ihnen ein bisschen rumexperimentiert hat. Man sieht ihn hier leider nur sehr, sehr schlecht. Da sieht man ihn ein wenig. Ja, der wurde halt ein weiterer Boss. Und wurde dann Nosferatu genannt. Weil er im Keller eingesperrt wurde und immer wieder merkwürdige Geräusche gemacht hat. Während die Leute, einfach immer ihr Fleisch heruntergeworfen hat, um ihn zu füttern und am Leben zu halten. Wer jetzt mit dem Namen Nosferatu jetzt anfangen kann, das ist halt ein altes, aus welchem Bereich kam das? War auf alle Fälle eine Art der Vampire quasi. Also ein altes Wort für Vampir. Beziehungsweise in einigen Mythen oder weiß ich auch in Vampires zum Beispiel, The Masquerade, das ist halt ein komplett eigener Vampir-Clan. Genau, und wenn ich jetzt mal hier kurz nochmal reingrätschen darf, jetzt verändert sich das Spiel etwas, weil wir jetzt mit Chris spielen. Und Chris ist noch auf Rockport Island. Genau. Also jetzt haben wir, ja, ich will nicht sagen komplett neues Spiel, das wäre ein bisschen übertrieben, aber halt erstmal schon mal ein anderes Spielgefühl auf jeden Fall. Was für ein Ratu, altes Buch ein wenig. Ich hab's auch gerade gelesen. was bringt sich eigentlich der Power-Mode bei Ports von älteren Spielen? Kann ich dir nicht sagen. Also Magix scheint sich da ja ein bisschen auszukennen. Vielleicht kannst du die Frage beantworten. Ich weiß es nämlich auch nicht, was der Power-Mode da bringt. Ich sehe übrigens gerade, Ominusha Warlords wird ja von Boy the Hero gerannt. Schön. Großer bekannter Speedrunner, gerade in der RPG-Szene. ich überlege gerade die Sequenz mit, ich vergesse den Namen immer wieder von dem Typen da. Dem Typen, da sagt mir es viel. Hier der den man ganz am Anfang schon trifft in dem Spiel. Steve? Steve, genau, Steve. Die Sequenz war, glaube ich, schon mit ihm. Ja, schon längst. Ja. Das war ja noch während, während man mit, Claire gespielt hat. Wow, ich komme mit den Namen gerade ein bisschen durcheinander. Zu viel Resident Evil. Der Name. Und mit Chris treffen wir ja auch bald auf einen alten Bekannten. Mhm, genau. Weil die Sequenz wurde leider vorhin übersprungen. Ich weiß nicht, wollen wir es erwähnen oder wollen wir es nicht erwähnen? Für die Leute, die es noch nie gespielt haben. Na gut, okay. Er kommt ja nochmal. Ja gut, stimmt auch wieder. Ich musste mich hier gerade ein bisschen anders hinsetzen. Ja, und Magic schreibt auch gerade, also es gibt auf YouTube halt Videos, wo man sehen kann, dass die Auflösung und die FPS-Zahl und so verändert wurde. Bei Speedruns ist es aber normalerweise so, dass man halt die Original-FPS-Zahl nimmt. Auflösung ist meist relativ egal, obwohl das manchmal auch einen Unterschied macht. Oh Gott, Moment. So, Gesundheit. Genau, wobei das manchmal auch einen Unterschied machen kann. Aber wenn man die FPS-Zahl in so einem Spiel erhöht, dann, wie ich vorhin schon sagte, dann zählt es normalerweise, wenn überhaupt, als eigene Kategorie. Und oftmals wird es von der entsprechenden Speedrun-Community gar nicht zugelassen. Aber ich überlege gerade, bei Code Veronica X gibt es solche Kategorien gar nicht. Ich glaube nicht, habe die Kategorien jetzt aber auch nicht im Blick. Na, ich kann ja mal gucken nebenbei. Kannst weil ja im Moment ist ja gerade wieder ein bisschen rumgerenne hier. Da bietet sich das dann immer an. Ne, es gibt wirklich nur Glitched und Glitchless, die beiden. Die hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Also Any% jeweils und dann Segmented, wobei es da keine Runner gibt. Und dann gibt es ja den S-Rank, also den höchsten Rang im Spiel. Auch wieder unterteilt in Glitched und Glitchless.
wobei es nur 3 bzw. 4 Runner gibt dafür. Einmal Rocket Launcher und einmal Knife Only. Und das sind alle Kategorien für Code Veronica X. Also nichts mit irgendwie höherer FPS-Zahl oder so. So, yeah, the, Oh, hier mal kurz ein bisschen aufräumen, auch auf bei mir auf dem PC, weil ich immer so viel offen habe während der Runs. So, und mit Chris ist jetzt im Grunde genau dasselbe angesagt wie vorher mit Claire, dass man halt ja, durchrennt, Items einsammelt, die an den entsprechenden Stellen benutzt und sich so den Weg hier so langsam durchbahnt. Aber wir haben, da sieht man es gerade ganz gut, wir haben wieder Hunter dabei. Die dürfen Resident Evil nicht spielen. Richtig. Genauso auch wie die Licker. Genau. Und die treffen mehr. Wobei die Licker ja erst beim zweiten Teil damals dazu kamen. Und irgendwas. Irgendwas war doch. Achso, sehr statisches Publikum. Ich meine, ja, ist halt praktisch gar kein Publikum vorhanden, weil es halt da früh morgens um halb kurz sechs. Vor sechs. Genau. Also gut, jetzt müsste, mittlerweile müsste es kurz vor sechs sein, ja. Genau, kurz vor sechs ist. Ist es dort? Nur bei Resident Evil Code Veronica die totalen Tilt Hunter sind, was? Ich verstehe den Satz jetzt gerade nicht ganz exo. Kannst ja notfalls nochmal schreiben, was genau du damit meintest. Die Regie gehört mir? Hä? Achso, vielleicht geht kaputt gemacht. Nein, vielleicht geht Dori jetzt in die Regie. Ich weiß es nicht. Wobei, solange es Sift ist, macht es ja aber kaum Unterschied, weil Sift dann ja sowieso im Hintergrund immer dabei ist. Aber dann hat er ein bisschen, ja, ein bisschen Entspannung. Da kann er nebenbei was essen zum Beispiel. Das hat er sich verdient. Genau. Apropos Essen, ich werde nach dem Run hier auch erstmal was essen. Ich werde mich dann nochmal hinlegen, jetzt 4 Stunden. Okay. Die Nacht nicht so viel geschlafen. Bei Code Veronica sind die Hunter giftig, die vergiften einen. Ach so, das meinst du. Ja, stimmt. Stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt. Also Vergiftung, das haben wir auch im ersten Resident Evil vorhin gar nicht erwähnt. Ja, Vergiftung kann halt ziemlich nervig sein, weil man ja, mehr oder weniger konstant Energie verliert. Man kann dadurch an sich nicht sterben, aber man kann halt auf sehr niedrige Energie runterfallen und dann ist natürlich ein Treffer tödlich. Man muss dazu so sagen, wir sind auch nicht drauf gekommen, weil die Schlange wird halt sehr wenig bekämpft. Die Schlange ist eigentlich das Einzige, was wirklich vergiften kann beim Speedrun von Resident Evil 1. Genau. Und, also John. Und die Kleinschlangen aber auch. Ja, die kleinen auch, aber da läuft man einfach weg. Ehe die überhaupt angriffsbereit sind, bist du schon im nächsten Bildschirm. Nicht beim Remake. Da werde ich nicht beim Remake, aber wir haben vorhin nicht das Remake gespielt. Ja, eben. Jetzt habe ich den Faden verloren. Vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ja. Es gibt verschiedenste Versionen vom Hunter. Das darf man nicht vergessen. Es gibt zum Beispiel den Alpha Hunter. Das ist der, den wir in Resident Evil 1 treffen. Dann gibt es zum Beispiel noch den Amphibic Hunter, der in Wassergegenden zu finden ist. Und der kann zum Beispiel auch vergiften. Mhm. Und It's Criminal fragt gerade, was für ein Glitch er benutzt. Er hat den Metalldetektoren-Glitch benutzt. Genau, das hattest du ja vorhin erklärt. Genau. Wie hieß der nochmal? Genau. Ja, Metal Detector Glitch, genau. Ich war gerade gedanklich dabei, dass er noch einen besonderen Namen irgendwie hatte. Aber hatte er dann doch nicht. Nein, Dori, das stimmt nicht. Der Tukan nicht. Was, was? Schon gut, Insider. Achso, ah, okay. Musste ich gerade loswerden, fand ich lustig. Gut, dann. Insider, dann frage ich gar nicht erst nach. Geht etwas von diesem Donation-Geld der SGDQ auch an Overwatch? Wieso Overwatch? Kennen den Zusammenhang jetzt gerade nicht so wirklich. Nein, aber das Geld geht komplett an die Erdzone Grenzen, beziehungsweise Doctors Without Borders oder Medicine Sans Frontières. Das Geld geht grenzenlos an Erdzone Grenzen. Okay, genau. Wow. Ja, man kann es auch mal politisch ausdrücken. Ja, das stimmt allerdings. So,
Und jetzt befinden wir uns hier in so einer kleinen Fahrstuhlsequenz. Recht unspektakulär. Wobei, kam hier schon. Nee, nee. Okay. Nee, das kam später. Kam später, genau. Aber der Gang sieht ähnlich aus, ja. Okay, ja. Der Wortwitz klappt in dem Fall nicht so ganz. Weil Vedi keine Ahnung hat davon. Nein, 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 nicht weil ich keine Ahnung habe, sondern weil das hier an keine Krebshilfe geht, sondern an die Erze ohne Grenzen. Waren die Erdwürmer schon? Ja, also wenn du den in dem Hof meinst, diesen großen Erdwurm, den hat man ja mit Claire gehabt. Missy? Der war noch Grauzone, aber vorsichtig sein mit solchen Sprüchen, bitte. Mhm. Der war noch Grauzone, ich sag mal, der ist Alpha-proof, das ist okay noch, aber wie gesagt, genau. Vorsichtig sein damit. Wir müssen ja auch immer ein bisschen darauf achten, dass sich die Zuschauer hier nicht irgendwie angegriffen fühlen oder genau. So. Genau, also ich meine es jetzt nicht bösartig darauf hinweise, aber wird ja selbst klar sein. Aber ja, wir müssen halt da hin und wieder mal drauf gucken. Im Zweifelsfall wird sowas dann halt gepurcht, das dürft ihr uns dann auch nicht übel nehmen, das ist dann auch nicht persönlich gemeint oder so, aber dann wisst ihr ja schon immer, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel, ab jetzt halte ich mich mal lieber ein bisschen zurück. Genau, also damit schützen wir nicht nur Leute, die sich angegriffen fühlen könnten, sondern auch euch, nicht, dass ihr Ärger oder Stress bekommt. Also, nicht böse gemeint. Und okay, du verstehst das, alles gut. So, das nächste Rätsel. Hier muss man... Moment. Ja, er hat es gerade, ich hatte mal ganz kurz reingehört, ob er da noch irgendwas Besonderes sagt. Vielleicht kennt man das Rätsel schon aus, waren das bei Stirb langsam 3, war das doch auch mit den 3 Gallonen und 5 Gallonen. Man muss insgesamt 7 Gallonen, ich denke mal, das sollen hier auch Gallonen sein, die Maßeinheit, muss man insgesamt 7 Gallonen oder 7 Liter haben. Ist zwar nicht dasselbe Gallonen und Liter, aber ja, vom Verständnis her halt. Und hat halt nur diesen Dreier- und den Fünfer-Kanister. Da muss man halt gucken, wie man da insgesamt auf 7 Gallonen kommt oder 7 Liter kommt. Das Gemeine ist wirklich, eigentlich ist das gar nicht schwer, dieses Rätsel. Aber ich persönlich bin vielleicht der einzige Mensch auf der Welt. Ich stelle mich mit diesen Umfüllrätseln so selten dämlich an. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich denke zu kompliziert bei diesem Mist. Das ist jedes Mal, in jedem Spiel oder jedes Mal, wenn ich so ein Rätsel irgendwo sehe. Das ist, boah. Im Grunde ist es ja einfach nur ein kleines Mathematikrätsel. Ja, aber es ist ja nicht viel, deswegen. Ja, eben. Aber man muss halt, ja, wenn man da einen falschen Denkansatz hat, dann kann das tatsächlich schon mal schwierig werden. Oder wenn man vielleicht auch nicht so gut in Mathe ist, das will ich dir jetzt nicht unterstellen oder so. Ne? Nee, bei Stirb langsam 3 gab es tatsächlich so ein Gallonen-Rätsel auch. Also nicht in irgendeinem Spiel, sondern in dem Film, da mussten die halt so ein komisches Rätsel lösen. Da bin ich das erste Mal auf sowas gestoßen und ich mag solche Rätsel, deswegen. Ja, an sich ist es ein cooles Rätsel, aber wie gesagt, ich denke irgendwie zu kompliziert für die Dinger. Ich stelle mich jedes Mal doof an. Es ist egal, ob du dann mit einem Fünfer und einem Dreier 7 Liter oder sowas oder Gallonen finden musst oder so. Oder mit einem Zweier und einem Fünfer auf 4 oder so kommen musst. Genau. Oder 5. Das ist so. Oh. Also bei Stirb langsam 3 war es tatsächlich Dreier und Fünfer und auf 4 Liter mussten sie kommen. Oder 4 Gallonen, Simon sagt, genau. Von Chock, das hatte ich gelesen, fand ich ziemlich cool. Diese Speedruns sind echt fesselnd. Langsam verstehe ich die Faszination. Sowas lese ich gerne. Ne, weil es ist halt ein faszinierendes Thema. Vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Darüber lässt sich dann streiten. Weil der eine oder andere sagt ja damit, ja, macht man doch die Spiele kaputt, bla bla. Ich sag immer, es ist einfach eine ganz andere Art, zum Spiel zu erleben. Und It's Criminal Silent Hill 2 war dabei. Das ist der vorletzte Run gewesen, den wir jetzt hatten. Also wir hatten Silent Hill 2, dann Resident Evil 1 und dann jetzt Code Veronica X. Das heißt, das wird jetzt, ich weiß nicht genau wann, morgen, übermorgen oder so, wird das dann als VOD hochgeladen sein. War auch ein sehr solider Run, das kann ich dir schon mal sagen. Ja. Jetzt habe ich gespoilert. Na toll. Hast du verraten, dass wir den Weltrekord knacken? Dreimal. Oh, in einem dreimal. Rang. Übrigens, hattest du das mitbekommen? Das kann ich ja an der Stelle auch mal kurz sagen. Wir haben ja zwei Weltrekorde gehabt schon. Einmal Symphony of the Night und einmal Ape Escape. Genau. Allerdings müssen die nochmal neu getimed werden, weil da scheinbar
der Timer ein bisschen zu langsam lief. Oh je. Übrigens haben wir hier gerade die Gift-Hunter, die giftigen Hunter gesehen. Das sind die Violetten. Genau. Das waren die, soweit ich weiß, hat man da was auch was Froschartiges mit reingeknallt. Das kann ich aber gerade nicht genau sagen. Wie gesagt, ich könnte eigentlich im Buch mal nachschlagen. Da steht das exakt drin, aber dafür müsste ich aufstehen. Und genau. Das tut mir keiner von euch an. Ich weiß, dass ihr kennt das selbst, das Leid mit aufstehen müssen. Und ich weiß, ihr tut mir das nicht an. Welches Spiel würdest du einem Portal Runner empfehlen, sich als nächstes anzusehen? Lust mich auf ein neues Spiel zu stürzen, oh Gott. Wenn es ähnlich wie Portal sein soll, ja, offensichtlich wäre natürlich Portal 2. Oder Half-Life. Half-Life könnte man da tatsächlich auch noch nehmen, genau. Würde ich jetzt so sagen. Oder halt mal was ganz anderes ausprobieren. Ich weiß nicht, was du sonst so gerne spielst, aber grundsätzlich bin ich immer der Meinung, man sollte ein Spiel, das man halt sehr gerne spielt, das einfach mal als Speedrun ausprobieren, ob es einem da auch Spaß macht. Oh, Toonstruck, das war ein schönes Spiel. Aber das nicht als Speedrun, bitte. Das wäre zu schade drum. Okay. Überhaupt so ein Point-and-Click. Klar, man kann ja alles Speedrun, aber es würde sehr viel rausnehmen. Ja, eben. Vor allem die sind meiner Meinung nach auch nicht besonders ansehnlich. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Achso, welches Spiel ich auch mal als Speedrun gerne sehen würde. Ich weiß nicht warum, aber es ist immer, wenn ich dran denke, an so 100% Run, das erste, woran ich denke, wäre ein Lego-Spiel. Weil ich finde einfach, die sind wirklich sehr gelungen. Die sind jetzt nicht super schwer oder so, um Gottes Willen, aber als 100% Runs können die ganz interessant sein. Die Frage kam irgendwann jetzt gestern, glaube ich, auch sogar mal im Chat auf. Ich kann mich so dunkel daran erinnern. Okay. So, wir sind jetzt hier übrigens, oder sind jetzt eben in den Höhlen noch gewesen, in diesen Untergrundhöhlen so ein bisschen. Und langsam nähern wir uns aber auch hier jetzt dem Finale. Und also, Weltrekord war ja, was war es, 1:41:23? Ne, 1:41:14 war es, glaube ich. Nicht Weltrekord, sondern seine PB. Weltrekord war ja 1:38:23, genau. Und 1:41:14. Also das heißt, wir haben jetzt noch so circa 20 Minuten. Man sieht es ja auch an der Estimate, die ist mit 1:43 wirklich sehr dicht an seiner PB angelegt. Und daran sieht man halt auch, dass der Run sehr stabil ist. Das heißt, dass er da immer so ungefähr diese Zeit haben wird, so 1:42 rum. Einfach weil man in so einem Run, also das ist allgemein typisch für die alten Resident Evil Runs, man kann halt nicht allzu viel Zeit verlieren, wenn man soweit alles richtig macht. PB steht für Personal Best, also im Grunde fast dasselbe, also persönliche Bestzeit. Genau, manchmal... Ich würde noch was anderes einfallen, aber das sage ich jetzt hier nicht. An der Stelle auch mal, wenn wir mal so ein paar Fachbegriffe benutzen, die ihr jetzt nicht versteht, wir haben ja immer mal wieder neue Leute hier, dann einfach fragen. Wir erklären das gerne. Und einige von uns, gerade wenn wir so einen externen Runner mal einladen, die neigen halt leider manchmal so ein bisschen dazu, halt solche Fachbegriffe ziemlich häufig zu benutzen, einfach weil sie es gewohnt sind. Wir haben übrigens den nächsten Bosskampf, genau, den man ganz leicht umgehen kann. Das Witzige ist an der Sache, ich kann mir diesen Namen von diesem Viech nie merken, weil in meiner Welt heißt dieses Tier einfach, frag mich warum, ich weiß es nicht. Das erste, was ich gedacht habe, als ich das sah, Flipper, was haben sie mit dir getan? Und seitdem heißt dieses Vieh bei mir Flipper, ich weiß nicht warum. Ich kann mir deswegen diesen Namen von diesem Tier nicht merken. Also wenn ich jetzt sage, er war gerade bei Flipper und hat das nächste Wappen geholt, dann verzeiht es mir. Ich kann mir den Namen nicht merken einfach. Es war einfach immer Flipper für mich. Ein mutierter Flipper. Und der einen Pikachu gefressen hat. Oh. Pikachu kannte ich damals noch nicht, aber es war ein Flipper halt einfach. Okay. Ich mochte Flipper. Er hat gut geschmeckt. Little Nightmares ist tatsächlich schon ein Speedrun-Spiel, also gibt schon Speedruns. Irgendjemand von uns rannt das doch sogar selber. Oder fängt jetzt gerade an damit. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr wer. Vielleicht weiß sogar Sif das. Jetzt, wie gesagt, gerade nicht im Kopf. Achso, übrigens, auf die Kräuter sind wir auch noch gar nicht eingegangen. Also auch beim letzten Spiel schon nicht. Es gibt insgesamt. Moment. Drei verschiedene Kräuter, wollte Vinny sagen, genau. Genau, Gesundheit. Drei verschiedene Kräuter. Nee, wieder Räuspern.
Ach so. Wie gesagt, so ein bisschen lässt die Stimme langsam nach. Ja, deswegen wollte ich dir gerade unterstützen. Ja, nö, ist ja vollkommen okay. Und zwar gibt es das grüne Kraut, das ist ein ganz normales Heilkraut, das halt ein bisschen Energie heilt. Dann gibt es das blaue Kraut, das heilt Vergiftungen. Und das rote Kraut hat an sich für sich allein genommen gar keine Wirkung. Man kann es aber mit einem grünen Kraut verbinden und damit hätte das grüne Kraut dann, also kombinieren oder zu einem Kraut machen, und damit hätte ein grünes Kraut dieselbe Heilwirkung wie ein Heilspray, also heilt quasi komplett die Energie einmal. Und man kann insgesamt bis zu 3 Kräuter kombinieren, also man könnte jetzt 3 grüne zum Beispiel nehmen, das wäre dasselbe wie ein grünes und ein rotes, also quasi komplett Heilung. Man kann aber auch ein grünes, ein rotes und ein blaues kombinieren. Dann hätte man ja quasi ein Heilkraut, das komplett Energie heilt und auch Vergiftungen entfernt. Korrekt. Und in Resident Evil 4, beziehungsweise ab 4, gibt es sogar noch ein gelbes Kraut, mit dem man die Maximal-Life erhöhen kann. Genau. Oder man macht es sich ganz Strength. Einfach und geht einfach ins Pokémon Center. Ja, genau. würdest du Poi empfehlen als relativ Speedrun-Anfänger? Kann ich dir gar nicht selber beantworten. Wir hatten es ja bei dem Event dabei. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es kommentiert hat, aber da am besten mal den Kommentator direkt fragen, wenn du ihn mal hier siehst. Ich glaube, der kann dir das besser beantworten als ich. Was? Maxi hatte gerade gefragt, ob Poi als Anfänger-Speedrun empfehlenswert wäre. Was ist Poi? Poi ist ein Spiel. Poi? Matze und Mr. Tiger ist jetzt gerade nicht da, ne? Ah, schade. Also falls du Mr. Tiger mal siehst, den kannst du da mal fragen. Oder falls Matze... oh Mann. Oder falls Matze 007 nochmal hier im Chat auftaucht bei uns, der ist halt auch öfter mal zu sehen, der ist sogar der Hauptkommentator gewesen. Also am besten einen von den beiden mal ansprechen, deswegen. So, jetzt haben wir hier den nächsten Bosskampf. Beziehungsweise, nee, ist noch gar nicht der Bosskampf direkt. Also, der war doch auch in dem Gebiet hier, glaube ich, ne? Bist du da? Achso, okay. Nö, ich bin schon längst, ich bin eingeschlafen. Achso, ah, okay. Ich kann deine Stimme nicht mehr tragen. Ah. Meinen, sie ist so sanft. Willkommen. Da bin ich hinweggeglitten. Ins Land der Träume. Wo du mit Oberkörper frei ein Einhorn mit pinker Mähne auf mich zureitest. Und Inni, nicht hundertprozentig, nicht Resident Evil 1, sondern Resident Evil HD Remaster. Also quasi die HD-Version des Remakes von Resident Evil 1. Das hier ist übrigens und New Game Plus. Das hier ist übrigens sehr fies, diese Kameras. Ja. Also die kann man umlaufen, wenn man es richtig anstellt. Wird hier im Speedrun nicht gemacht, wenn man einfach schnell durchgeht. Im Casual Run aber wird man, vor allem wenn man Splite spielt, versuchen, den auszuweichen. Wird man doch von denen erfasst, dann taucht ein Hunter auf. Genau. Ich wollte davon tatsächlich drauf eingehen. Im schweren Schwierigkeitsgrad tauchen, also im ganz schweren tauchen glaube ich sogar 2 Hunter auf. Bin ich mir mal gerade unsicher. Okay, das weiß ich jetzt aber auch nicht genau. Lotus hatte gerade nochmal zum Thema Lego Runs geschrieben, dass die an sich gerunnt werden. Das stimmt, also die werden sogar ziemlich häufig gerunnt, so wie ich das mitkriege. Aber die sind halt eher selten, beziehungsweise waren sie überhaupt schon mal bei so einem Event dabei? Ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber da sind sie halt weniger vertreten, seltsamerweise, obwohl sie eigentlich gute Speedruns sind, meiner Meinung nach. Ah, hier ist er gerade in eine blöde Gruppe gelaufen. Ah, das ist halt das Own wieder erwischt. Das ist eine sehr, sehr blöde Ecke hier. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es lässt sich so gut wie gar nicht vermeiden, dass man hier mal erwischt absolut wird. Nicht. Ich meine, viele Speedrunner habe ich ja schon mal gesehen. Die machen das einfach so, dass sie wirklich den Erstbesten mitnehmen, den sie erwischen. Kann ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ja, klar. Der Raum, durch den wir da eben gegangen sind, oder auch hier dieser Tigerraum, das könnte einem vielleicht bekannt vorkommen. Das ist quasi eine Nachbildung von dem Herrenhaus in Resident Evil 1. Zumindest eine teilweise Nachbildung. Ja. Das wollte ich nur mal erwähnen, weil es halt gerade aktuell war. So, und jetzt wollen wir es unterbrechen. Okay. Was ich sagen wollte, viele Speedrunner habe ich schon gesehen, die versuchen tatsächlich den erstbesten Zombie mitzunehmen.
Denn wenn Chris oder Claire von einem Zombie erwischt werden und du das richtig triggerst, also kräftig genug bist, dann kannst du den zurückschleudern und der nimmt die Zombies, die dahinter stehen, dann auch noch mit. Das heißt, man kann hier einen Domino-Effekt nutzen und dadurch, man wird nur einmal getroffen, nimmt dadurch alles andere aber mit und kommt mit einem Schwung wenigstens durch. Ja, genau. Ist es eigentlich langweilig, wenn man immer wieder das gleiche, die gleichen Spiele runnt? Also ich persönlich finde es nicht unbedingt, aber die Spiele, die ich runne, die kann ich halt, könnte ich halt auch casual immer und immer wieder spielen. Es kommt aber auch an, deswegen sage ich auch immer, man sollte ein Spiel, das man halt auch casual gerne immer wieder gespielt hat, sollte man anfangen zu runnen, einfach damit es halt nicht zu langweilig wird und damit man nicht die Motivation verliert. Genau. Das ist wirklich, oder wie es da steht, idealerweise sucht man ein Spiel aus, was man immer und immer wieder spielen kann, wie MapGuzzle geschrieben hat. Das ist der beste Weg. Du musst das Spiel lieben, sonst kannst du dafür keinen Speedrun machen. Oder ich sage mal, es fällt dir schwerer. Ich bin selbst kein Speedrunner, aber würde jetzt wirklich einfach mal pauschal sagen, es fällt dir dann einfach deutlich schwerer. Weil ein Spiel, was du liebst, das kannst du immer und immer und immer wieder spielen und kriegst dann auch deine eigene Motivation dadurch. Und übrigens hier haben wir gerade den Ort gefunden, an den Alfred gestorben ist, was auch eine Änderung ist zu einem Spiel, das später gemacht wurde. Denn in dem Teil erweckt Alfred Alexa in ihren Tank und stirbt dann in ihren Armen. Mhm, genau. In den Umbrella Darkside Chronicles allerdings erweckt Alfred Alexa in ihren Tank und wird dann von Alexas Ranken erwürgt. G-Sonic, bitte ein bisschen auf die Wortwahl achten. Das ist nicht böse gemeint, aber ich habe jetzt mal gepurcht, damit das weg ist und bitte nicht nochmal machen. Böser Vini. Und hier hat man es gerade sehr gut gesehen, das ist halt dieser ziemlich ikonische Raum sogar schon. Da gibt es normalerweise die Karte für den ersten Raum, für die das Untergeschoss. Genau, für das untere Stockwerk. Genau. Fabirentnuk, ich weiß nicht, wie mein Name ausspricht, tut mir leid. Tatsächlich könntest du auch, wenn es dir gefällt, einen Leech of Legends Speedrun machen. Man muss sich bloß ein gewisses Ziel setzen und dann, ja, bei Leech of Legends wäre es wahrscheinlich von 1 bis 30 hochleveln oder sowas. Beispiel, aber die meisten Speedruns bei League of Legends sind Botruns, also mit Bots dann halt. Oder solche, ja. Also wie man das macht, an sich kannst du alles speedrunnen. Du musst halt nur irgendwo ein Ziel finden. Also eine Kategorie eröffnen sozusagen. Gab es ja auch, weiß ich, also mittlerweile gibt es ja in Minecraft beispielsweise Enderruns beispielsweise. Aber selbst bevor es die gab, gab es von Minecraft schon Speedruns, in denen dann zum Beispiel alle Achievements gesammelt wurden. Ja? Und Ziel findet man irgendwo immer in einem Spiel. Ja. Ob es nun sinnvoll ist, ist immer eine andere Sache. Also so ein Hauptsache, du hast Spaß dran. Richtig. Der Rest ist erstmal vollkommen Wuppe. Wenn du Spaß dran hast und das machen möchtest, ist das deine Sache. Und wenn es dann noch andere gibt, die das cool finden, machen sie mit. Versuchen dann deinen Rekord zu knacken oder sowas oder Eigner aufzustellen oder sonst was. Und wenn es nicht, dann bist du halt der Rekordhalter in der Kategorie. Genau, weil es keine Konkurrenz gibt. Richtig. Also Hauptsache wichtig ist, wie gesagt, dass sie Spaß macht. Und hier haben wir wieder übrigens so einen violetten Hunter. Das sind wieder die, die böse giftig sein können. Die Spucker. Die Spucker. Weil, die sind hier in dem Run natürlich auch mal ganz schön wieder tot oder weg. Oder wir müssen ja hier auch nicht jeden Gegner töten, sondern... Ach, Mann. Moment. Telefon. Jetzt gibt's Ärger von Mama, weil er so lange auf ist, wetten. Könnte mir sicher sein. Ja, hier kommen wir also eigentlich schon wieder zum nächsten Boss, eigentlich recht bekannt, auch aus dem ersten Teil, nur dass man dieses Mal den Gegner bekämpfen muss, beziehungsweise, im Moment, habe ich gerade Scheiße erzählt? Nee, man muss auch nur wieder das Dings aufsammeln. Ich wollte gerade einen Vergleich ziehen zu Resident Evil 1, zu Black Tiger, hab das aber verwechselt mit der Scheißspinne aus 3. Ach so, okay. Und G-Sonic bitte nicht diskutieren darüber. Also wie gesagt, wir fanden die Wortwahl jetzt nicht ganz so gelungen. Und deswegen im Zweifelsfall timeouten wir es kurz, purgen es, damit es weg ist. Und dann sollte die Sache eigentlich schon erledigt sein.
Gibt es ein WoW-Speedrun mit 100% des Hauptspiels und ewig die Gegenfrage ist, welches ist das Spiel, das am längsten dauert, wenn man es am schnellsten Speedrun sozusagen. Also ich glaube wirklich tatsächlich, WoW wäre tatsächlich das Spiel, das am längsten dauern würde, wenn man es auf 100% spielen würde. Mhm. Vor allem, dass immer und immer größer wird, das heißt, die Runs müssen immer und immer länger werden. Die Sache ist, WoW wird tatsächlich gespeedrunnt. Allerdings gehen da die Kategorien hauptsächlich von 1 bis 20 der jeweiligen Klassen. Gibt natürlich auch welche, die spielen von 100 bis 110, was aber sehr blöd ist, weil meistens musst du dir dafür für 60 Euro eine Klassenaufwertung kaufen, dass du auch exakt mit 0 Experience starten kannst. Und das kann, da kann das Speedrun dann tatsächlich teuer werden. Da kann es dann echt teuer werden, weil man es immer und immer und immer wieder macht. Deswegen wird meistens bei WoW, wenn das gespeedrunnt wird, von 1 bis 20 gemacht. Ein Run wegen aller Erfolge habe ich noch nicht gesehen. Ganz ehrlich. Es ist theoretisch tatsächlich aber möglich. In der Theorie ist es möglich, natürlich, natürlich. Aber wie gesagt, gesehen habe ich es noch nicht und ich wüsste auch nicht, dass es die Kategorie überhaupt gibt, dass ich da jemals einer rangewagt habe, weil das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Es gibt ja einen Speedrun, ich weiß gerade nicht, wie das Spiel heißt, der dauert ja über eine Woche fast, 300 noch was Stunden oder sowas. 341 Stunden ist der Weltrekord. Ich habe gerade den Text noch auch nochmal reingeschickt. Ganz kurz, wir spielen übrigens wieder als Claire Redfield jetzt. Genau. Ganz nebenbei mal. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, hä, warum sieht denn Chris plötzlich so hübsch und so niedlich aus oder so? Ich fand ihn vorher hübscher. Ja gut. Ja, aber ich wollte mich die ganze Zeit auch auf Button Characters ganz kurz eingehen und dann den Text checken, aber dann hat Balu das gemacht und dann hast du das selber auch noch gemacht und da habe ich das einfach eingegeben. Oh Gott, wir können tatsächlich mal einen Befehl, also einen Command für Button Characters machen. Wir kommen jetzt übrigens, ich unterbreche dich kurz, ja, das klar. Ist Steve. Genau. Steve wurde infiziert von Alexa und zu einem Bossgegner. Das ist, wie gesagt, die traurige Story, die da noch kommt. Und haben sehr schnell umgesplittet, sind jetzt wieder bei Chris, der in einen Kampf gegen Alexas erste Form angetreten ist. Und hier war auch Reskar. Gab eine ziemlich lange Sequenz an der Stelle, wie Reskar auf Alexa traf und auf Chris auch. Und sich herausgestellt hat, dass Alexa den Virus tatsächlich kontrollieren kann, den T-Veronica-Virus, das sich gelohnt hat und ja, sie sich komplett selbst entzündet, weswegen es da überall gebrannt hat. Weil dieser T-Veronica-Virus die tatsächliche Nebenwirkung hat, was sie als Waffe dann aber nutzt, es ist trotzdem eine Nebenwirkung, dass sich das Blut bei Kontakt mit purem Sauerstoff in, ja, Feuer, also es ist sich entzündet. Aber genau. Alexa steht trotzdem wieder auf, denn wir treffen später nochmal auf sie. Das war, wie gesagt, ihre erste Form. Gott, Steve wurde infiziert von Alexa. Das heißt, Amazon hatte was mit Mojang. Ja, genau. Mojang. Ich weiß mal nicht, wird das Mojang oder Mojang ausgesprochen? Das Interessante ist, das ist eine Geschichte, die hat bis jetzt Capcom noch nie wirklich aufgeklärt. Es sollte klar sein, was passiert an sich, aber es ist nicht klar, wieso und weshalb. Denn nachdem Steve besiegt wird, verwandelt er sich wieder in seine menschliche Form zurück. Und stirbt dann. Es ist aber noch nicht klar, warum er sich zurückverwandelt. Später finden Chris und Claire, ich glaube, die Sequenz wird übersprungen, deswegen kann ich das erzählen, finden sie den Ort, weil sie fliehen müssen, wieder, wo Steve gestorben ist. Allerdings ist die Leiche von ihm nicht mehr vorhanden. Nur noch ein Messer der Stars-Einheit liegt dort, beziehungsweise steckt im Felsen dahinter. Das heißt, wer die Leiche entwendet hat, sollte klar sein. Allerdings Weiteres wurde nie irgendwie wirklich erklärt. Kurz, stichpunkthaltig, ja klar, dass weiter an ihn geforscht wurde, etc. Aber mehr wurde nie weiter gesagt. Also viele gehen davon aus, dass aus ihm der Ouroboros-Virus dann geschaffen wurde, weil der angeblich mit aus Code Veronica gebaut wurde. Aus dem Veronica-Virus, nicht Code Veronica. Aber alles, ja. Ist leider noch ziemlich unaufgeklärt, ist die Frage, ob sie das mal wieder aufgreifen oder nicht. Xeriat schreibt auch gerade, du redest von Entzünden, das ist
anfängt, Feuer zu fangen. Ich dachte, du meinst die ganze Zeit, dass sich die Wunde direkt entzündet. Also nein, Entschuldigung, da habe ich mich wieder ausgedrückt. Nein, ich meine, das Blut fängt sofort Feuer, sobald es mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Entschuldigung, da habe ich mich blöd ausgedrückt. Ja gut, aber das ist dann ja jetzt auch geklärt. Und übrigens, ganz kurz nochmal, genau. Es gab keinen Command für dieses Button, Kaitos. Ich habe nur einen Text hier auf dem PC. Den habe ich mir extra abgespeichert, damit ich es nicht jedes Mal schreiben muss. Das sieht schon fast aus wie ein Command. So, und jetzt sind wir mit Chris hier wieder in dem mehr oder weniger Anfangsgebiet. Es ist halt wieder, sind halt wieder die Räume von Alexa und Alfred. Ist jetzt, habe ich mir das tatsächlich mit deinem Namen gemerkt. Ist das das Herrenhaus? Nein, ist es nicht. Es ist auch ein Herrenhaus in dem Sinne, so mehr oder weniger zumindest. Aber nicht das Herrenhaus aus dem ersten Teil. Ja, so ist es wahrscheinlich am besten erklärt. Eigentlich nichts hinzuzufügen. Wird Blut nicht mit Sauerstoff transportiert? Ja, allerdings durch die Lunge gefiltert. Ich rede ja von purem Sauerstoff. Ungefiltert. Von Luft. Luft und Sauerstoff sind ja noch zwei verschiedene Sachen dann. Ja, von Luft, genau. Ich wollte nur eine wissenschaftliche Erklärung liefern. Nein, im Freudenhaus ist es nicht, auch nicht. Auch wenn wahrscheinlich Alfred hier... Ich weiß, ich will nicht wissen, was er hier alles gemacht hat. Wie schon sagte, er hat sich ja auch eine Zeit lang, weil er so einsam war, seine Zwillingsschwester sich einfrieren lassen hat. Mann. Hat er sich ja auch ihre Kleider angezogen und eine Perücke aufgesetzt und hat sich jetzt sie ausgegeben. Also, der Typ ist ein bisschen durch. Genau. Die geht's halt dezent besser als wegen. Einsam. Ja. Nachdem er drei Stunden mit mir kommentieren musste. Woher weißt du, dass ich gerade eine Perücke trage? Egal. Weil du immer verrückt bist, wenn du so lange mit mir redest. Ach so, ja, stimmt. Und Rice. Estimate, ich weiß gar nicht genau, ob er sie wirklich einhalten kann, weil seine PB liegt ja bei 1,41,14, Estimate bei 1,43, also ist allgemein schon sehr, sehr knapp bemessen, wobei er halt auch kaum Zeit verliert in dem Run. Na, er hat schon an den Stellen einiges liegen lassen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass er die einhält. Ich tippe auf 1,45,30 circa. Okay. Dann sag ich glatt 1,45, damit wir zwei verschiedene Ergebnisse haben. Wow. Ja, ja. Aber selbst wenn er seine erste... Oh, jetzt ist er ja schon im finalen Kampf. Er ist jetzt schon beim finalen Kampf, ja, also... Aber hier kann er einiges an Zeit verlieren. Es kann ganz, ganz knapp noch in die PB passen. Es kommt darauf an, wie gut er den Kampf jetzt abschließt. Ja, weil hier muss er tatsächlich gut zielen können. Und das ist, glaube ich, auch im gesamten Run so der Punkt, an dem man am meisten Zeit verlieren kann. Es sei denn, man stirbt natürlich zwischendurch, dann... Richtig, ist der Run aber sowieso vorbei in dem das Sinne. Das ist klar, dann wird resettet. Vor allem ab dem Punkt. Genau. Wäre natürlich schade, wenn er jetzt hier noch irgendwo sterben würde, so kurz vor Ende. Wünschen wir es ihm mal nicht. Genau. Aber gut, er ist ein erfahrener Runner. Ist eher unwahrscheinlich. Hat es vorhin ja schon mal gesagt, er ist halt der Drittbeste in der Kategorie, also auf Platz 3. Und da gehört schon einiges dazu. I suppose this is like Code Malord. Haben wir noch eine kurze Sequenz und natürlich der obligatorische Alarm und Countdown. Alarm. Ah, vielleicht weiß sogar jemand, woher das kommt. Ich hoffe nicht. Ich kenne das komplette Video nicht, ich kenne nur diese eine Szene. Ja, na klar. nee, tatsächlich. Und hier sehen wir übrigens, dass Alexa das wunderbar als ihre Waffe nutzt. Und kommt zu ihrer zweiten Form. Drei hat sie an der Zahl. Genau. Das ist die zweite Form. Und müssen wir eigentlich bloß drauf hämmern, immer draufballern. Und die dritte ist nachher die wirklich kritische Form. Genau, die dritte ist die schwierige. Jetzt erhebt sie sich nämlich und fliegt als eine Art Libelle rum. Das ist das, was ich sagte. Viele Gene davon sind Ameisen- und Libellengene. Sie hat halt vieles gekreuzt und daraus geschaffen. Genau. Und das ist ein mieser Part hier wirklich. Und den hat er ganz doll verkackt. Ja. Das ist nämlich wirklich, jetzt hat er's. 1,43,6. Oh, okay. Ganz knapp doch noch über seine Estimate gekommen.
Wie sagt er, ganz knapp kann es passen. Kiyosote hat mich jetzt nochmal privat angeschrieben. Er hat es vorhin öffentlich auch reingeschrieben. Kiyosote ist selber ein WoW-Speedrunner. Also falls ihr da irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne an ihn wenden. Er wird euch das dann wahrscheinlich beantworten können. Hallo. 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 Ah, okay. Ich wusste jetzt nicht genau, ob Sif oder Yuki. Wow. Man hat den Hund gerade schön bellen gehört im Hintergrund hier. Hallo. Hi. Hallo. Die Regie ist mein. Oh, jetzt kommt die dritte Frau hier rein. Hallo, die dritte Frau, ich glaube. vielen Dank dir, Veni, vielen Dank dir, Alf, für das Commentary. Bist du erkältet? Ein bisschen. Eine Sommergrippe. Ich werde gute Sie ist halt cool. Wow. So much work.